Danke Stahlwerk, danke chemische Industrie, danke Elektrizitätswerk. Oder im Original, thank you Steel Mill, thank you Chemical Industry, thank you Power Plant. Ein Zitat von Hans Rösling zur Geschichte der Waschmaschine und zur Washline. Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Und heute, ja, ein Erdthema, definitiv ein Erdthema. Und das Thema soll um Dankbarkeit gehen. Um Dankbarkeit, ne, quasi ein Neujahrsthema, ein Weihnachtsthema. Weihnachten ist jetzt schon vorbei, aber wir schaffen es vielleicht gerade noch so, das von Neujahr rauszubringen. Und ich habe bei einem meiner letzten Videos über Glyphosat, habe ich am Anfang gesagt, danke unserer modernen industriellen Landwirtschaft, danke für die hohen Leistungen, die sie bringen, für die enorme Produktivität, für den Reichtum, den wir auch deswegen haben und die Sicherheit vor Hunger und Hungersnöten. Da gab es ein paar Kommentare. Danke dafür, für die Kommentare, auch wenn die negativ sind, freue ich mich drüber. Und das hat mich angeregt, vielleicht das Thema ein bisschen mehr zu vertiefen. Wie komme ich denn dazu, den bösen Feind, die industrielle, moderne Landwirtschaft, den viele als Feindbild auserkoren, das viele als Feindbild auserkoren haben, mich vor dem zu verneigen und zu sagen, wow, ich bin beeindruckt, danke, was ihr geleistet habt, danke, was ihr täglich leistet, danke für diese Entwicklung. Ein Glyphosat-Kommentar zu meinem Glyphosat-Video war zum Beispiel von A. Unerträglich. Armut und Hungersnöte waren immer menschengemacht. Die Ausbeutung der Erde ist nichts, wovor man sich verneigen sollte. Aber von einem Werbeblock, Triaterra Werbeblock, kann man auch nichts, kann man halt auch keine Aufklärung erwarten. Und dann, euer Trockenklo ist jedenfalls super. Danke dafür, das Trockenklo, das wir anbieten. Triaterra Luxusklo. Jawohl. Ein anderer Kommentar war dann Glyphosat von S. Frau S. Glyphosat, nein danke. Industrielle Landwirtschaft bewahrt uns vor Hungersnot. 3 Fragezeichen. Das stellt sie also stark in Frage. Und ja. Und ich will das Thema noch ein bisschen weiter fassen, nicht nur industrielle Landwirtschaft, sondern danke für die industrielle Revolution, danke für unsere moderne Zivilisation, für unsere moderne Gesellschaft. Und warum ich überhaupt auf das Thema Danke gekommen bin oder dass man da einen gewissen Respekt und eine Achtung vor der Leistung haben sollte, das hängt damit zusammen, dass ich mich auch die letzten Wochen, Monate schon immer wieder intensiv mit den Videos und Werken und Schriften von Jordan B. Peterson auseinandergesetzt habe. Jordan B. Peterson, ich habe den schon mal kurz erwähnt in meinem Newsletter, ein Psychologieprofessor in Toronto, Kanada, der da jetzt kürzlich ein YouTube-Star geworden ist, halb unbeabsichtigt. Ja, checken Sie den aus. Ich will das gar nicht so viel weiter vertiefen, aber eine Sache, die er da anspricht und über die er ja, sich sehr gut ein bisschen aufregen kann, beziehungsweise das sehr gut auseinandernehmen kann, ist die Social Justice Warriors, die SJW abgekürzt, die Social Justice Warriors. So eine Art also was in Deutschland vielleicht, in Europa vielleicht die Antifa ist, die Femen sind, die linken Demonstranten, die gegen alles Mögliche demonstrieren, immer gegen das Patriarchat, gegen die Herrschaft, gegen die Männer, gegen Recht sowieso, gegen Trump und so weiter. Die Social Justice Warriors. Und die kommen halt, ne, er ist ja Professor, er spricht kontroverse Themen an und eben ist auch für die freie Rede, Free Speech Movement, freie Meinungsäußerung.
und hat da entsprechend auch Vorträge gehalten. Und dann wird er dann eben eine Stunde lang niedergeschrien mit völlig kopflosen, geistlosen Kommentaren. Here is where we draw the line, here is where we draw the line, no room for hate speech. Und das geht eine halbe Stunde, eine Stunde. Und das sind junge Männer und Frauen, überwiegend Frauen, ein paar Männer, da offensichtlich von irgendwelchen Professoren und Kampagnenleitern hingeschickt werden, aufgestellt werden, also von anderen Professoren, nicht von ihm, und die überhaupt nicht wissen, worum es geht, die sich weder mit seinem Thema noch mit den Sachen auseinandergesetzt haben, die nichts von Geschichte wissen, die mit Hammer und Sichel, kein Scherz, die mit Fahnen, mit Hammer und Sichel, also der marxistischen, sowjetischen Hammer- und Sichelfahne, da auftauchen und mehr oder weniger Marxismus ja predigen, davon wissen sie ja nichts, aber junge Kerle, die weder von der junge Menschen, die weder von der Geschichte noch von der aktuellen Gesellschaft irgendwas wissen. Und er sagt, er wundert sich einfach, ist awestruck, er kann es nicht glauben, wie das geringe Level, der geringe Betrag an Dankbarkeit, der darüber kommt. Diese Menschen, die noch nie in ihrem Leben praktisch einen Tag gearbeitet haben, die von ihren Eltern, vom Staat, seit sie geboren wurden, bis zum 20., 25., 30. Lebensjahr, jetzt endlich am Ende ihrer Ausbildung, aber sind dann meistens junge Leute um die 20, die sich weder selbst versorgt haben, die praktisch keine Ahnung haben von Geschichte, die noch nicht diese Zivilisation rezipiert haben überhaupt, in der sie da groß geworden sind, die täglich ihr Licht, ja, Strom kommt aus der Steckdose der Raum ist geheizt und es gibt genug zu essen und wir schlagen uns nicht die Köpfe ein und die Busse kommen pünktlich und all diese Riesenleistungen, die rund um sie herum jeden Tag vollbracht werden von Menschen, die hart kämpfen, selber mit psychischen Problemen zu tun haben. Der Jordan Peterson beschreibt das so schön. Das ist das Gesicht des Patriarchats. Ne? Vater mit Alzheimer zu Hause, der einen beschimpft. Kind mit Autismus, selber psychische Probleme und depressiv und in Behandlung. Aber morgens um 6 geht's raus, um Stromleitung zu verlegen oder Störung zu beseitigen oder im Kraftwerk zu arbeiten und so weiter. Also das ist das Gesicht des Patriarchats im Grunde unter großen persönlichen Anstrengungen und der normale Arbeitsbevölkerung, das sind die diese ganzen Sachen am Laufen halten und die ja, diese zukünftige Elite, diese 1%, diese, wenn man erstmal in Yale und Harvard oder eben an der Universität in Toronto ist, das sind nicht die Unterdrückten, das sind nicht die kleinen Lichter, das sind die aus der Elite kommen, das ist die zukünftige Elite, das ist das oberste Prozent, eigentlich das oberste Prozent des obersten Prozents, geschichtlich betrachtet von ihrem Standard, des Lebensstandards, und die beschweren sich da, dass sie ja, die beschweren sich da über das Patriarchat und die beschweren sich darüber, dass sie unterdrückt werden und dass sie nicht reich sind, beziehungsweise dass andere noch reicher sind als sie, obwohl sie, wie gesagt, zu den obersten 1% gehören. Und das findet er erstaunlich, diesen Ausmaß an Undankbarkeit diese Geschichtsvergessenheit. Nicht zuletzt gehörte unter dem Hammer und Sichel sind die beiden größten Massenmörder des letzten Jahrhunderts. Und wer waren die beiden? Nicht Hitler, der ist der dritte, sondern Mao mit 50 bis 100 Millionen Toten und Stalin mit 20 bis 50 Millionen Toten. Und man sieht schon an dieser Ausmaß an Zahlen, dass es also in dem Doppelten, in vielen Millionen schwankt, was das für wahnsinnige Regime waren, die unter dem Hammer und Sichel ihre Verbrechen verübt haben. Und am Hakenkreuz
darf man nicht mehr auftauchen, völlig zu Recht, aber unter Hammer und Sichel, unter den beiden größten Massenmördern des 20. Jahrhunderts, darf man auftauchen und darf man verlangen, dass wir doch bitte den Kapitalismus begraben und zu Hammer und Sichel zurückkehren. Was für eine Geschichtsvergessenheit. Und der Jordan Peterson nimmt das sehr schön und brutal auseinander. Nicht nur den Marxismus, Leninismus und die kommunistischen Regime auf der ganzen Welt, die immer und immer und immer wieder diese Brutalität gezeigt haben, sondern auch ganz zentral den Nationalsozialismus. Also er ist weder rechts noch links, er ist wirklich ein Betrachter der Geschichte. Genau. Ich bin auch ein Fan von Geschichte und studiere da immer wieder, lese, arbeite mich so langsam von der Antike meiner Lieblingszeit, von den Römern und Griechen nach vorne, bin jetzt schon im Mittelalter angekommen, habe die Preußen studiert, Nationalsozialismus und so weiter natürlich. Kommen wir jetzt so langsam in die Neuzeit, Napoleon, Erster Weltkrieg und so. Also das sind ganz viele spannende Themen. Und über dieses Studium der Geschichte, vielleicht noch ganz kurz, was ist hier der Hintergrund? Ich bin in Brasilien, wie immer im Winter, und werde auch noch 2 Monate in Brasilien bleiben. Es ist heute der 29. Dezember, kurz vor Jahreswechsel. Und ich sitze hier draußen auf einer kleinen Terrasse und wir sehen hier ein bisschen Hintergrund. Ich weiß nicht, wie weit man es erkennen kann. Ein paar Palmen, schöne Blumen. Und wir sind hier in Piedade in der Nähe von Sao Paulo in Brasilien, in Südbrasilien. Genau. So. Ich habe Wochen gebraucht, um mit diesem Video anzufangen. Erstmal, weil ich auch immer viele andere Sachen zu tun habe, beziehungsweise unterbrochen werde und kaum Zeit dafür finde, aber auch, weil so ein Riesenthema ist und ich immer dachte, Mensch, das muss ich aber noch und das muss ich. Ich habe hier einen Zettel, der ist so vollgeschrieben. Ich habe keine Ahnung, ob ich das alles schaffen werde, beziehungsweise wird es definitiv hin und her gehen und es wird vielleicht ein bisschen der rote Faden fehlen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir kommen am Ende zum roten Faden zurück. Aber rote Faden ist eigentlich die Dankbarkeit und die unglaubliche Entwicklung und die geschichtlich völlig, also ein absolutes Novum in den letzten 10.000 Jahren, offizielle Geschichtsschreibung. Ich denke, ich bin relativ sicher, dass es davor auch noch Kulturen gab, von denen wir sehr, sehr wenig wissen. Aber in den letzten 10.000 Jahren, was wir erkennen, was wir sehen, ist das, was in den letzten 200 Jahren passiert ist, absolut einzigartig und so unglaublich, dass es, wenn man das historisch zurück betrachtet, dass es kaum fassbar ist, was da passiert ist. Eben die industrielle Revolution und dass die industrielle Revolution aus Europa kommt und dass die industrielle Revolution die ganze Welt erfasst hat und was alles damit einhergegangen ist. Und das war nicht nur keine Ahnung, der Kapitalismus, der da alles aufgefressen hat, sondern das ist verwoben mit der christlichen Kultur, das ist verwoben mit Menschenrechten, mit Abschaffung der Sklaverei, mit unglaublich vielen Errungenschaften, werden wir hier antippen. Jetzt läuft eine Ameise über meine Kamera rüber, ich hoffe nicht über die Linse. So, was haben wir denn alles für Themen? Missverständnis oder so, ne, wenn man sieht, was ich für eine Firma habe, ne, Triaterra, wir beschäftigen uns mit EM, effektiven Mikroorganismen, wir vermeiden, wenn man EM anwendet, dann braucht man weniger oder keine Gifte auf dem Acker, man braucht viel weniger Dünger. Die Pflanzen sind gesünder, wir haben höhere Erträge. Wenn wir EM, man kann EM statt giftige Putzmittel anwenden, man kann EM für die Gesundheit anwenden, man kann ja EM für alles Mögliche anwenden. Und ganz viele chemische, giftige, konventionelle Mittel, damit Antibiotika und was weiß ich, Desinfektionsmittel und so einsparen. EM ist ja auch ein großes Thema in der biologischen Landwirtschaft, in der organischen Landwirtschaft, beziehungsweise in der Transition, in der Umstellung von konventioneller Landwirtschaft auf biologische Landwirtschaft.
also biologisch zertifizierte Landwirtschaft. Und dann beschäftigen wir uns mit Terra Preta, mit der Erhebung der Bodenfruchtbarkeit, mit der Biologie im Boden, mit Regenwürmern, mit Holzkohle im Boden, mit Humusaufbau. Das sind ja die großen Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und da könnte man dann also sagen, ach, hier ne, ein Umweltschützer, so wie ich auch, so wie viele von unseren Kunden definitiv sich als Umweltschützer bezeichnen würden. Sich über jeden, keine Ahnung, Feldhamster, Sandkäfer und Trockenrasenbiotop und so weiter freuen und im Grunde froh sind, wenn der Mensch sich zurückzieht, weniger wird, beziehungsweise sogar den Menschen als Krebsgeschwür der Erde betrachten und er zerstört die Natur und die Erde. Und das sollte ich hier vielleicht klarstellen, oder es ist zwar so, dass ich ähnlich wie viele Umweltschützer agiere, indem ich viele positive Lösungen anbiete, aber ich würde mich nicht als Umweltschützer bezeichnen. Ja, was soll das denn jetzt? Nein, ich würde mich nicht als Umweltschützer bezeichnen, ich bin ein Menschenschützer. Wenn ich sagen will, wo meine Motivation ist, wo der Grund liegt für das, was ich tue, es liegt nicht so sehr darin, dass ich die Umwelt schützen will, sondern ich will die Menschen schützen. Ich will tatsächlich unsere Zivilisation schützen. Ich will, dass die Menschen gut leben, satt sind, entspannt sind, sich psychisch entspannen können, dass sie ihre Traumata aufarbeiten können, dass wir in eine neue Gesellschaft mit gesunden und vitalen und psychisch gesunden Menschen kommen. Raus aus dieser 10.000-jährigen Krisenmodus, in dem die Menschheit operiert, immer von Hunger und Not und Armut und Krieg verfolgt. Das ist eigentlich das, was mich bewegt. Deswegen habe ich auch mal Psychologie studiert, ein paar Semester, nicht zu Ende. Bis ich dann gemerkt habe, Mensch, vielleicht ist es gar nicht der eleganteste Weg, den Menschen zu beeinflussen, indem ich ihn direkt therapiere oder psychologisch bearbeite oder sondern scheint ein noch eleganterer, effizienterer Weg zu sein und auf jeden Fall ein Weg, der mir ein bisschen mehr liegt, daran zu arbeiten, dass der Mensch gute Lebensbedingungen hat, dass er gesund zu essen hat, dass er genug zu essen hat, dass er Sicherheit und Geborgenheit hat. Das ist eigentlich, wo ich dann gemerkt habe, dass das liegt mir näher, daran zu arbeiten und das wird in der Folge dann quasi zwanglos zur Folge haben, dass die Menschen gesunden und dass sie aus den Traumata der letzten 10.000 Jahre herauskommen. Das ist eigentlich, ich bin kein Umweltschützer, ich bin ein Menschenschützer. Das bedeutet aber, weil ich sehe, ich denke eben nicht nur in 10 oder 20 oder 30 Jahren, und wenn man ein bisschen in die Geschichte guckt, 100 Jahre, 200 Jahre, 500 Jahre, 1000 Jahre zurückschaut, vielleicht mal 2, 3, 4000 Jahre zurückschaut und auch dann nach vorne schaut, was ist denn in 100, 200, 500, 1000 Jahren, dann merkt man ganz schnell, das ist nicht der Weg, jetzt 100%ige Umweltzerstörung zu machen und überall Beton und alle Ressourcen müssen abgebaut und schonungslos ausgenutzt werden, sondern da kommt man ganz zwanglos zu einem gewissen Umweltschutz. Aber nicht, weil ich unbedingt den letzten Feldhamster vor den Menschen schützen oder den 100 Millionsten Feldhamster vor den Menschen schützen möchte, sondern weil ich sage, ich will, dass der Mensch auf der Erde bleibt. Ich will, dass er hier überlebt, dass diese Blume, die diese Erde vollbracht hat, diese höchste, bewussteste Lebewesen, was die Erde hervorgebracht hat, dass das sich nicht ausradiert und von dieser Erde streicht, sondern dass das eine lange und fruchtbare Zukunft mit der Erde zusammen, mit der Umwelt auf der Erde hat. Und deswegen mache ich Umweltschutz. Für den Menschen. Der Mensch steht bei mir immer im Zentrum dessen. Ich bin kein Umweltschützer, ich bin ein Menschenschützer. Okay. Was ist denn in den letzten eigentlich ist die Geschichte der industriellen Entwicklung, dieser unglaublichen Reichtumsentwicklung, die wir in den letzten
200 Jahren auf der Erde gesehen haben, speziell in den letzten 200 Jahren, im Grunde hat es in Europa, ja, ich sag mal so 1500 angefangen, vielleicht einen Tick früher, dass da diese Grundlagen gelegt wurden, dass eine Entwicklung losging, die immer und immer, am Anfang quälend langsam, aber immer schneller und immer schneller und immer schneller wurde, bis die 1800 richtig abgegangen ist. Und wir sind noch lange nicht am Ende dieser Entwicklung, wir sind mittendrin. Was da am Ende für Reichtumszuwächse und für Reichtum stehen wird, für die ganze Welt, für alle auf der Welt, das ist noch völlig unabsehbar. Nur mal so ein paar Zahlen. Und da empfehle ich ganz, ganz dringend, Hans Rösling zu gucken. Gapminder.org unter Videos. Gucken Sie die alle durch. Da können Sie 20 Stunden Videos angucken und Sie haben Ihre Fernsehzeit für diesen Monat rum, aber Sie haben so viel gelernt, als wenn Sie 2 Jahre an der Universität gelernt hätten. Kriegen Sie das in Ihren Kopf rein. Die Welt ist nicht so, wie man dachte, wie es bis vor kurzem, ja, wenn Sie noch Hans Rösling nicht gesehen haben, wie Sie denken, arm und reich und die Europäer beuten und die Amerikaner beuten alle anderen aus und die sind arm, weil wir reich sind oder alles wird immer schlimmer und immer mehr Krankheit, immer mehr Not, immer mehr. Das ist nicht so. Die Zahlen sprechen eine ganz deutliche Sprache und zwar eine unglaublich frohe Botschaft, was für eine enorm schnelle Entwicklung wir im Abbau von Armut, im Abbau von Kindersterblichkeit, im Abbau von Hunger, im Abbau von Analphabetentum haben. Nur mal den Fortschritt von 1990 bis 2015, das ist nichts, das sind 25 Jahre. Das ist noch nicht mal eine Generation, eine halbe Generation, ein Drittel Menschenleben, was in dieser Zeit passiert ist. Geschichtlich ist das eine enorm schnelle Entwicklung. Fortschritt 1990 bis 2015 in einigen dieser wesentlichen Indikatoren. Armut auf der Welt ist auf ein Viertel gesunken in Prozentzahlen der Bevölkerung, auf ein Viertel gesunken in absoluten Zahlen, ungefähr auf die Hälfte gesunken. Auf ein Viertel. Seit 1990. Das heißt, Menschen, die unter einem Dollar am Tag, 2 Dollar am Tag haben, die nicht täglich zu essen haben, die um ihr täglich Brot, die sich keine Schuhe leisten können, geschweige denn Fahrrad oder so. Dieser Anteil dieser Menschen ist im Fallen begriffen. Und zwar im Fallen, also wirklich im freien Fall. Es geht jedes Jahr um Millionen, viele, viele Millionen runter. Es ist fantastisch anzusehen. Und das war nicht die Entwicklungshilfe, das war nicht die kommunistischen Staaten, die da die Arbeiter geschützt haben. Das ist der gnadenlose Kapitalismus, die gnadenlose freie Marktwirtschaft, die in diesen Ländern die Leute aus der Armut holt. Kindersterblichkeit hat sich in dieser Zeit weltweit halbiert. Es gibt Länder wie Bangladesch oder wie einige afrikanische Staaten, da ist das um 90% runtergegangen. Also es ist enorm schnelle Entwicklung in diesen Entwicklungsländern. Aber selbst wenn man die ganze Welt nimmt, und da war ja 1990 in den ganzen reichen Staaten, war ja schon sehr, sehr gut und in vielen Entwicklungsländern auch gar nicht schlecht, aber selbst seitdem hat sich die Kindersterblichkeit halbiert. Es geht, also wir sind gerade jetzt in einer enorm schnellen Entwicklung, in der Verbesserung der Gesundheit, der Überlebensrate. Analphabetentum halbiert. Ich sag mal ein paar Prozentzahlen. 32% auf 17% Analphabetentum. Kindersterblichkeit 10 auf 5% runtergegangen weltweit. Und wie gesagt, im freien Fall begriffen. Armut von 35% der Weltbevölkerung auf unter 10% der Weltbevölkerung. Tendenz steil fallend. Hunger hat sich auf die Hälfte reduziert, also unter 2000 Kilokalorien am Tag ungefähr. Von 20% auf 10% der Bevölkerung. Und alle diese Zahlen, auch in absoluten Zahlen, im freien Fall begriffen, aber noch viel mehr natürlich durch die steigende Weltbevölkerung in Prozentzahlen. Es gibt ein wunderschönes Video, 200 Jahre, 200 Jahre, 200 Staaten oder so ähnlich, in 4 Minuten, wo Hans Rösling, ein schwedischer Professor für Weltgesundheit, der sich vor allen Dingen mit Statistik und mit der Darstellung dieser Daten befasst und sagt, Leute, lernt
nehmt wahr, wie die Welt sich entwickelt. Ihr lebt in einem Weltbild von 1960. Es ist nicht mehr so, dass wir eine arme Welt haben und eine reiche Welt. Das ist Schnee von gestern. Wir haben eine enorme Entwicklung seitdem und diese Entwicklung beschleunigt sich. 1800. Die allerreichsten Länder der Welt, alle Länder der Welt, Lebenserwartung unter 40 Jahre. Kindersterblichkeit, ungefähr 6 Kinder pro Frau. Das ist über die ganze Geschichte der Erde ähnlich. 6 Kinder pro Frau und davon sterben 4. Der Mensch hat nie, wunderschönes Zitat von Hans Rösling, Menschen haben nie in den letzten 10.000 Jahren, Menschen haben nie im Gleichgewicht mit der Natur gelebt. Sie sind im Gleichgewicht mit der Natur gestorben. Sie sind gestorben wie die Fliegen. Deswegen hat sich die menschliche Population relativ stabil verhalten. Heute noch im Regenwald 6 Kinder, 4 davon sterben bei unkontaktierten Völkern. Völlig normal. Durch die gesamte europäische Geschichte, durch selbst im Römischen Reich, denken wir an Kaiser Augustus, seine 2 Neffen, die er eigentlich zu Nachfolgern machen wollte, sind ihm unter der Hand weggestorben als Jugendliche. Und andere noch früher von seinen Kindern bzw. Enkelkindern. Also selbst in den allerreichsten Gesellschaften in der Vergangenheit extrem hohe Kindersterblichkeit. Im Mittelalter, also ich sag mal bis 1200, 1300 in Europa, war es ein bisschen besser. Wir hatten ganz gute Verhütungsmittel, da waren es vielleicht 4-5 Kinder pro Frau, von denen dann 2 gestorben sind. Ne? Leichter Bevölkerungszuwachs. Aber dass das jetzt eine ideale Gesellschaft gewesen wäre, absolut nicht. Es gab immer, jeder, der Mutter und Vater ist, weiß, was das bedeutet, wenn ein Kind einem wegstirbt und was man an Himmel und Hölle in Bewegung setzen würde, dass das nicht passiert. Die Geschichte von Hänsel und Gretel ist, dass der Holzfäller Vater da seine Kinder in den Wald schickt, wird sie sterben, weil er einfach nicht genug zu essen hat. Das ist nicht aus der Luft gegriffen, das ist Realität gewesen von, ich sag mal, 1300 bis 1800 in Europa. Das ist das Level an Armut und Verzweiflung, von dem wir hier reden. Und trotzdem haben die Menschen gearbeitet und wollten für ihre Kinder was Besseres und haben Wissenschaft und Fortschritt vorangetrieben und haben philosophiert und haben diese Entwicklung in Gang gesetzt, die wir heute als Früchte genießen dürfen, beziehungsweise von der wir Teil sind, denn wo das noch genau hingeht, steht in den Sternen und vielleicht sind es die Sterne, wo das hingeht. Das wäre eigentlich schön. Genau, also 6 Kinder pro Frau, 4 sterben, das ist der Normalfall. 1800, völlig normal. 6 Kinder pro Frau, 4 sterben. Durchschnittliche Lebenserwartung unter 40 Jahre in allen Ländern der Erde. Alle so um die 1, 2, 3 Dollar am Tag, also heutiges Geld rückgerechnet. Das heißt, Hunger ist der Normalfall. Es gab regelmäßig Hunger, es gab einseitige Nahrung, es gab also ein wirklicher Lebenskampf und dazu die ganzen Krankheiten. 1800 und dann fasste die industrielle Revolution langsam Fuß. Die Leute werden reicher, die Industrie, Seife, sauberes Wasser, die Landwirtschaft entwickelt sich. Wir haben tatsächlich ungefähr seit 1800 nahezu eine Verzehnfachung. Auf dem 1 Hektar Fläche unter einer Tonne Weizen um 1800 in Europa, nahezu über 8 Tonnen im Durchschnitt in Europa Weizen in der konventionellen Landwirtschaft. Das ist auf der gleichen Fläche eine Verzehnfachung der Erträge. Das sind die Leistungen, die dahinter stehen, die diesen Kreislauf der Armut, Gewalt und Traumatisierung beendet haben. Also industrielle Revolution, Seife, ganz grundlegende Hygiene, sauberes Wasser, genug Nahrung zunächst mal. Und dann sind wir um 1900 immer noch bei 6 Kindern, aber von denen sterben nicht mehr
nicht mehr vier, von denen sterben nur noch zwei, weil einfach bessere Hygiene und mehr zuverlässige Nahrung zur Verfügung steht. Das können selbst die Kriege wie der Erste und Zweite Weltkrieg, sind dann nur noch eine kleine Delle in dieser Entwicklung. Das tägliche Sterben nimmt einfach ab. Und das tägliche Sterben auf dem Land war es unsichtbar. Da ist eben der Holzfäller oder Landarbeiter, der hat eben seine Kinder zum Sterben rausgeschickt. In der Stadt hat sich das konzentriert, aber da fand man Arbeit. Da war man Kohlenarbeiter in Manchester in der Mine oder man war eben Weber oder hat in der Industrie sonst wie gearbeitet. Und das hat zumindest ein ständiges Einkommen, eine sichere Nahrungsmittelversorgung, auch wenn die sich da ihre Gesundheit ruiniert haben mit Giften und Abgasen und sonst was, waren sie immer noch sehr, sehr, sehr viel besser dran als auf dem Land. Deswegen kommen die alle in die Stadt. Nicht, weil die Stadt so großartig zu leben ist oder weil sie da irgendjemand hintreibt oder sie irgendeiner Propaganda folgen, sondern weil die Lebensqualität, die Überlebensrate in der Stadt viel, viel höher war als auf dem Land durch die industrielle Revolution. Ich sage gar nicht, dass man das jetzt alles perfekt gutheißen soll, dass das eine ideale Entwicklung war. War es definitiv nicht. Ganz, ganz viel wurde da kaputt gemacht. Ganz, ganz viele Leute sind reich geworden, die nicht hätten reich werden sollen. Ganz, ganz viel Grausamkeit und Ungerechtigkeit ist auf diesem Weg passiert. Aber am Ende steht diese sehr, sehr positive Entwicklung, von der alle profitiert haben, beziehungsweise die alle heute hineingezogen werden. 1965 hatten wir 5 Kinder als Durchschnitts der Kinderzahlen pro Frau weltweit. Und von denen haben jetzt schon 4 überlebt. Und das heißt natürlich eine Verdopplung, jede Generation eine Verdopplung der Kinderzahlen. Nicht, weil die Frauen mehr Kinder kriegen, sondern weil sie so viele Kinder kriegen, wie sie immer kriegen, beziehungsweise schon weniger kriegen, aber weil die Kinder jetzt überleben. Und dann ist der nächste Schritt 2015. Wir sind heute aktuell weltweit bei 2,5 Kinder pro Frau. Wir sind im Grunde Kind, Peak Child, wie Hans Rösling so schön sagt, war 2000. Die höchste Kindermenge auf der Welt hatten wir im Jahr 2000 erreicht. Seitdem ist es stabil. Ich glaube ungefähr 1 Milliarde, 2 Milliarden, 2 Milliarden. Wie auch immer, die höchste Kindermenge 0 bis 15 Jahre haben wir erreicht. Sie ist stabil. Was jetzt noch passiert ist, die ganzen Alten füllen sich auf. Jetzt werden diese Gesellschaften alt und sie füllen sich auf. Aber das Bevölkerungswachstum ist gestoppt. 2050 wird es praktisch auch gestoppt sein, dadurch, dass die Alten sich aufgefüllt haben. Und wir haben noch einige Regionen, in denen die Bevölkerung stark wächst. Wir haben andere Regionen wie in Europa, Japan, in den meisten entwickelten Ländern, USA, Australien, wo die Bevölkerungszahlen eher sinken, wo die eigentlich nur durch Einwanderung stabil gehalten wird. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, die Einwanderung ist eine andere Frage, aber es ist so. Also das ist das, wovon wir reden. Das ist diese Entwicklung. Und es ist ganz klar, wir werden bis 2050 auf 2 Kinder pro Frau fallen und wahrscheinlich werden wir sogar darunter fallen. Das sind jetzt die Entwicklungen, die man heute noch nicht so ganz abschätzen kann. Aber auf jeden Fall werden wir in der Weltbevölkerung bei ziemlich genau 10 Milliarden stehen bleiben. Es wird eine Weile auf 10 Milliarden verharren und was dann passiert ist, hängt davon ab, wie diese Zivilisation sich weiterentwickelt. Ob es also ein Wiederansteigen ist unwahrscheinlich, entweder stabilisiert es sich bei 10 Milliarden oder so wie in den meisten Industrieländern heutzutage, gehen wir runter auf 1,5 Kinder pro Frau und dann halbiert sich die Bevölkerung innerhalb von 50 Jahren. Dann kann es sein, wir sind 2150 nur noch bei 5 Milliarden, ohne dass irgendjemand gestorben ist, einfach weil die Frauen nicht mehr 2,5 Kinder und mehr kriegen, sondern nur noch 1,5 Kinder pro Frau, wie in Deutschland. Wir haben seit 40 Jahren in Deutschland 1,5 Kinder pro Frau. Die deutsche Bevölkerung ist... Die stammdeutsche Bevölkerung ist im steilen Sinkflug begriffen. Was ich nicht schlimm finde, weil wir haben auch 500 Jahre einen extremen Anstieg der Bevölkerung gehabt. Wenn es am Ende nur noch 5 Millionen Deutsche gibt, habe ich da, oder 10 Millionen oder 20 Millionen, habe ich damit kein Problem.
Okay. Was nicht heißt, dass ich Deutschland ausrotten will. Ich bin auch kein Antideutscher, auf keinen Fall. Ich liebe dieses Land und ich liebe die Menschen hier. Und ich glaube, wir haben von denen noch einiges zu erwarten. Aber egal, ob es 80 Millionen oder 10 Millionen sind, in beiden Fällen haben wir noch einiges von den Deutschen zu erwarten. Okay, gucken wir mal ein bisschen rein, was denn da so... Achso, jetzt aktuell übrigens Lebenserwartung, wenn man geboren wird, 70 Jahre, über 70 Jahre inzwischen weltweit, in Deutschland knapp 80 Jahre. Beziehungsweise Frauen sogar über 80 Jahre, Männer glaube ich unter 80 Jahre. Ja, diese industrielle Revolution, die da, sag ich mal, 1800 richtig Fahrt aufgenommen hat. Ich will jetzt mal so ein paar Sachen dazu, ne, war einfach was mir so einfällt, was ich so gelesen habe mit der Zeit, dazu rezitieren. Gottfried Wilhelm Leibniz, ein ganz großer, ja einer der ersten Wissenschaftler, Leibniz-Institut, ne, heute eines der wichtigsten oder das wichtigste Wissenschaftsinstitut Deutschlands. Das wurde im Grunde schon um 1700 rum von Gottfried Wilhelm Leibniz gegründet. Und als junger Mann hat er ja, hat überall studiert, war nicht sehr konsistent in seiner Arbeit, dass er jetzt ganz, ganz geradlinig gemacht hat. Er hat wahnsinnig viele Projekte angefangen und immer wieder ganzes Leben zum Teil daran weitergearbeitet. Auch eine riesen Biografie für die Hannoveraner. Das Königshaus, mit dem er dann in Hannover das ihn unterstützt hat, Hannover und Berlin. Ganz viele Projekte angefangen, unter anderem eben so eine Ahnenforschung für die er auch nie fertiggestellt hat, wo er aber Jahrzehnte für Geld bekommen hat und Jahrzehnte daran gearbeitet hat. Was immerhin zur Folge hatte, dass das englische Königshaus sich dann daraus resultierte, rekrutierte, das neue englische Königshaus nach der Revolution in England. Aber das nur eine Nebengeschichte. Unter anderem Leibniz die Integralrechnung erfunden, ne, die Fläche unter einer Kurve berechnen, ganz wichtig für Architektur, für alle möglichen Optimierungsberechnungen, für die Industrie und sonst was. Zusammen mit Newton, das heißt parallel mit Newton. Newton hat das in England erfunden, entdeckt und Gottfried Wilhelm Leibniz in Hannover. Beziehungsweise damals war er vielleicht in Paris. Und interessanterweise benutzen wir heute das System von Gottfried Wilhelm Leibniz überwiegend, weil er es besser verstanden hat, das in einfache Formeln und einfache Symbole zu gießen, diese Integralrechnung. Also eine ganz, ganz wichtige mathematische Entwicklung. Dann hat er sich mit dem Oberharzer Bergbau. Da wurde er als Berater, als Konsultant eingesetzt. Hat er sich darum bemüht, guck mal, ich habe hier Ideen, da ging es darum, die hatten nicht genug Energie. Die mussten Wasser pumpen, damit sie Bergbau machen konnten. Die brauchten für die Schmieden die Hämmer und haben das typischerweise mit Wasserantrieben gemacht, mit Wasserrädern. Aber es hat nicht gereicht, es gab nicht genug Wasser in den aufgestauten Teichen, um diesen Bergbau zu füttern, um da die Minen leer zu pumpen, dass man da auch entsprechend tiefer abbauen kann, dass man die Hämmer am Laufen halten kann. Und der Gottfried Wilhelm Leibniz hat damals ein Vertikal-Windkraftrad erfunden, hat versucht, die Wasserkraft da zu optimieren und das Wasser wieder hochzupumpen, zurückzukommen im Kreislauf. Also das Energieproblem, diese industrielle Entwicklung, das war schon um 1680, war schon ganz, ganz früh da, wo kriegen wir die Energie her, um diese industriellen Prozesse, die wir hier anstoßen, zu füttern. Und damals hieß es eben Wasserkraft, Windkraft. Wasserkraft war lange Zeit die dominierende. Aber das war in vielen Fällen eben nicht ausreichend. Und damit hat sich selbst der Leibniz schon auseinandergesetzt. Dann kommen wir vielleicht zu Alexander von Humboldt. Wann ist er geboren? Habe ich hier nicht, aber er hat seine berühmte Südamerika-Reise, da war er ungefähr 30 Jahre alt, hat er 1799 bis 1804 gemacht. Also Preußen kurz vor Napoleon,
Preußen auf einem Höhepunkt seiner Macht. Der alte Fritz quasi gerade gestorben, Goethe in Weimar, da ist der Alexander von Humboldt, kommt aus einer Bildungsfamilie, reiche, adlige Familie und wurde gut ausgebildet, hat ein Studium, was normalerweise 3 Jahre dauert, 4 Jahre dauert, hat er in 8 Monaten absolviert. Offensichtlich beide, Alexander von Humboldt und Wilhelm von Humboldt, super intelligente Männer, dann wurde er eingesetzt, nachdem er eben seine Ausbildung beendet hatte. Seine Mutter hat ihn immer dazu getrieben, in den Staatsdienst zu gehen, sich als Jurist ausbilden zu lassen und so weiter. Hat er von 1792 bis 1796, also da war er quasi so 25 bis 28 oder so in dem Dreh, hat er den Bergbau im Frankenwald und Fichtelgebirge, wieder eine ganz ähnliche Region, aber Bergbauregion in der Nähe, Sanierung, Bergbau, Frankenwald und Fichtelgebirge, und hat da als junger Mann ja die Erträge vervielfacht, hat Gasmasken eingeführt und erfunden und Grubenlampen für die Bergarbeiter, hat die erste Bergschule gegründet, die erste Berufsschule, und hat ganz viel mit seinem eigenen Geld bezahlt, was er später zum Teil zurückbekommen hat. Aber also er wurde da als Regierungsbeauftragter hingeschickt, aber nicht so, hier gebt mir mal Geld, ich kann nur machen, wie es. Nein, er hat seine ganzen Persönlichkeit und seinem eigenen Vermögen hat er sich da investiert, gründete Krankenkassen, gründete die ersten Krankenkassen, gründete eine Witwenversorgung. Also das waren die frühen Jahre des Alexander von Humboldt. Dann stirbt seine Mutter. Er kann endlich machen, was er will. Er erbt natürlich viel, hat jetzt richtig viel Geld und tritt eine Südamerika-Reise an. Plant und tritt eine Südamerika-Reise an von 1799 bis 1804. 5 Jahre lang, kreuz und quer durch Südamerika. Brasilien natürlich, Kolumbien, Bolivien, Kuba, immer mal wieder nach Kuba und zurück, Chile, Argentinien. Mehrfach, kreuz und quer hin und her, hat das Gravitationsfeld gemessen, hat Temperaturen gemessen, hat ganz viele Messungen aufgenommen, aber er war nicht nur ein Erbsenzähler und Messer, sondern er hat ganz viele Arten beschrieben, er hat ganz viel auch romantische Naturerlebnisse beschrieben. Als er zurückkam, war er ein berühmter Mann, weil in den Zeitungen immer wieder seine Reiseberichte veröffentlicht wurden. Und er kam zurück 1804, weil sein Geld alle war. Er hat wirklich sein komplettes Vermögen in Südamerika auf den Kopf geklopft, um diese Reise zu finanzieren. Er kam also quasi pleite zurück. Pleite für einen Humboldt, das war eine sehr reiche Familie. Sicherlich hat sein Bruder ihm ein bisschen ausgeholfen, und dann hat er durch Verkauf seiner Bücher, Vorträge und Ähnliches hat er dann entsprechend wieder viel Geld eingenommen. Also das hat sich durchaus gelohnt. Und der, kann man sich ruhig mal seine Reisebeschreibung von Südamerika durchlesen, war ein ganz großer Humanist, hat um 1800 rum eben schon immer wieder auf die Ausbeutung der einfachen Bevölkerung hingewiesen, auf die schwierigen Lebensbedingungen, auf Sklaverei. Immer und immer wieder, dass das menschenunwürdig ist, dass das nicht Teil der europäischen christlichen Kultur ist, dass das nicht sein kann. Und da war er auch nicht der Erste. Ganz viele in der neuen Welt, schon um 1650, die viele Missionare haben, den Indianern Rechte zugesprochen, haben die Unterdrückung angeklagt und so weiter. Also es ist trotzdem viel, viel Unterdrückung und Massenmord und Ausbeutung passiert, aber im Hintergrund immer dieses verdammte christliche Bewusstsein verflucht, es sind auch Menschen und wir müssen die würdig behandeln, und es an viel, viel, viel mehr Stellen, als man glauben sollte, ist das wirksam geworden und hat am Ende die Rechte dieser unterdrückten Bevölkerung gestärkt, hat die schlimmsten Sachen verhindert. Und es hat nicht nur das Geld und die Ausbeutung und die Macht regiert, sondern es war immer auch wieder dieser moralische Impetus, der aus dem Christentum kam, der die europäischen Eroberer dazu gebracht hat, nicht mit maximaler Brutalität vorzugehen und zu unterdrücken, sondern immer wieder auch der einheimischen Bevölkerung große
Rechte einzuräumen und am Ende solche Sachen zu machen, wie die Sklaverei abzuschaffen. Was? Sklaverei abschaffen? Ein Grundlage der menschlichen Gesellschaft seit wirklich 10.000 Jahren ist Sklaverei Standard. Es gab keine Gesellschaft, weder in Europa noch auf der Welt, die Sklaverei im Wesentlichen abgeschafft hat. Es gab Gesellschaften, die wenig Sklaverei hatten, wo das nicht üblich war. Eben Europa, speziell Nordeuropa und so. Aber dass das jetzt etwas komplett 100% Verwerfliches sein soll, das Römische Reich, die Antike, war aufgebaut auf Sklaverei. In anderen Staaten war das nicht so üblich. Da waren das oftmals Bauern oder Leibeigene, die dann, ne, wie im Mittelalter typisch waren, die nahezu sklavenähnlichen Status hatten. Aber Sklaverei abzuschaffen, freiwillig, einfach so, nicht weil man dazu gezwungen wird, nicht weil es, weil irgendjemand kommt, weil die sich davon befreien. Die Briten, ne, das ist jetzt die große Leistung des britischen Empires, eine der großen Leistungen des britischen Empires, dass man in vielen Punkten kritisch betrachten will. Aber wenn man es richtig betrachten will, dann sollte man es vergleichen mit Empires wie den muslimischen Kalifaten, dem Ottomanischen Reich, dem, ja, vielleicht dem Römischen Reich oder eben anderen eroberungsorientierten Reichen. Das ist kein Vergleich, was die Briten und die europäischen Imperien für die unterworfenen Völker und Regionen bedeuteten, zu dem, was diese anderen bedeuteten. Und mit harter Hand unterdrücken und einfach alle niedermetzen und abknallen, das haben die Unterdrücker immer geschafft. Denken wir an Genghis Khan oder so, der da also unglaubliche Mengen an Menschen getötet hat einfach. Das, die Option ist immer offen, aber offensichtlich war da im Hintergrund in der moralischen Bildung, in diesem im christlichen Gedankentum, ist ihnen das immer und immer schwerer gefallen in ihrer Entwicklung. Und kennen Sie einen Namen? William Wilberforce? William Wilberforce and the Saints, die Heiligen in England. William Wilberforce hat gelebt von 1759 bis 1833 in England, war dort im englischen Oberhaus, Unterhaus Anführer einer Sklavenabschaffungsgesellschaft, die nicht nur das, sondern ganz viele Verbesserungen für unterdrückte Bevölkerung in Angriff genommen hat, auch Christianisierung, aber eben ganz wesentlich die Abschaffung der Sklaverei, wofür dieser William Wilberforce sein ganzes Leben lang gekämpft hat, an allen Fronten, in Indien, in Europa, sonst wo. Es gab auch in Europa noch Sklaverei, irische Sklaverei, Millionen von Iren wurden von den Engländern versklavt und nach Amerika verschleppt als Sklavenarbeiter. 1807, freiwillig. Ne, es gab durchaus Reibereien mit Sklaven, Sklavenaufstände, aber das hat keine Imperium vorher abgehalten, den werden die halt niedergemetzelt und man macht mit der Sklaverei weiter. Nein, 1807, Abschaffung im britischen Unterhaus, meine ich. Oder Oberhaus. Abschaffung, Slave Trade Act, die Abschaffung, die Ungesetzlichkeitmachung von Sklavenhandel. Und das britische Empire, das war das Empire um diese Zeit, wo die Sonne nicht unterging. Die haben die Meere kontrolliert. Das war nicht irgendein kleiner Hinterhof, der das entschieden hat. Das britische Empire entscheidet, wir werden in unseren Hoheitsgewässern keine Sklavenhandel mehr akzeptieren. Und das haben sie mit ich glaube, 90% Zustimmung in diesem Oberhaus, Unterhaus beschlossen. Und das bedeutete wirklich, dass die Sklavenhandel, Sklavenschiffe, zum Beispiel in der Sklavenhandel in die neue Welt, nach Brasilien, Karibik, Mexiko, USA, dass die keinen Nachschub mehr bekamen. Die Briten haben das, die haben die wie die Piraten gejagt und die Sklaven, die Sklavenschiffe, die sie aufgebracht haben, haben die Sklaven freigelassen, haben die Besatzung gehängt.
Die wurden mit der Todesstrafe bestraft für Sklavenhandel. Ab 1807. Obwohl sie daran gut verdient haben, obwohl ihre Zuckerplantagen in der Karibik, in der neuen Welt, wo sie ihre Kolonien hatten, mit Sklaven gearbeitet haben. Also die haben damit im Grunde sich selbst ökonomisch ins eigene Fleisch geschnitten bis zu einem bestimmten Punkt und haben das durchgesetzt. Gegen alle, also nicht einfach nur, wir haben hier ein Imperium, was gnadenlos die Macht verfolgt. Nein, wir haben hier tatsächlich jemanden, der bringt eine neue Kultur in die Welt. 1833, am 26. Juli, geschieht das Ungeheuerliche. Zum ersten Mal in der menschlichen Geschichte schafft ein Imperium die Sklaverei ab. In seinem gesamten Hoheitsgebiet. Und das ist, wie gesagt, war ein Drittel der Erdoberfläche damals und die kompletten Meere, die Engländer kontrolliert haben. 1833, 600, Abschaffung der Sklaverei. Slave Abolition Act. Eingebracht von The Saints, von William Wilberforce, der sein Leben lang dafür gearbeitet hat. 29. Juli stirbt William Wilberforce. Lebensaufgabe erfüllt. Ich denke, das war ein Mann, der glücklich sterben konnte. Trotzdem, ne, in den USA wurde die Sklaverei erst 1865 am Ende des Bürgerkrieges komplett abgeschafft. Also da war noch weltweit, noch an vielen anderen Punkten zu arbeiten. Und wie haben die das übrigens gemacht, die Engländer, die Abschaffung der Sklaverei? Die haben es, es ist ja eine Jahrtausende alte Institution. Wie schaffen die das ab? Die haben erstmal eine Übergangszeit von 4 Jahren festgelegt, in denen die Sklaven noch auf ihren Höfen arbeiteten, aber zum Teil schon Lohn bekamen haben tatsächlich Sklavenbesitzer entschädigt. Das hat richtig Geld gekostet. Im heutigen Geld wären das viele Milliarden. Die haben tatsächlich richtig, richtig viel Geld bezahlt. Das war ein ökonomisches Empire, ne? Die wussten, wie man mit Geld umgeht. Die haben an die Sklavenbesitzer haben sie Entschädigung gezahlt für die Freilassung der Sklaven. Eine friedlichere Methode lässt sich kaum denken. Und tatsächlich hat die USA es sehr viel blutiger gemacht, hat einen riesigen Bürgerkrieg angezettelt, hat in diesem Bürgerkrieg dann nebenbei erklärt, dass wir auch die Sklaverei abschaffen wollten. Im Wesentlichen wahrscheinlich nicht so sehr aus Menschenfreundlichkeit, sondern weil die Südstaaten durch die Abschaffung der Sklaverei erstmal Probleme bekamen und dann haben die Nordstaaten gesagt, okay, wir wollen die Sklaverei abschaffen, die kaum Sklaverei hatten, die Nordstaaten. Haben das so natürlich zu einem heroischen, moralischen Krieg aufblasen können, der es so nicht wirklich war. Denn wie gesagt, die Engländer haben schon 1833 mit sehr viel unblutigeren Methoden einfach Sklaverei abgeschafft. Die Option gab es natürlich auch. Einfach ein Gesetz machen, Sklaverei abschaffen und entsprechende Entschädigungen zahlen. Nein, entschädigungslos im Krieg wurde die Sklaverei da entsprechend abgeschafft. Okay. Aber nur mal wirklich, also es gibt keine Kultur vorher, die auch nur im Ansatz so eine Maßnahme ergriffen hätte. Und da das die weltweit beherrschende Kultur war, das weltweit beherrschende Empire, hatte es natürlich auf die ganze Welt ausgestrahlt und es hat letztendlich die Sklaverei weltweit praktisch beendet, auch wenn wir heute noch in Libyen, jetzt wieder nach der Staatszerstörung in Libyen, nach dem Aufhängen von Gaddafi, nachdem dieser Staat, der sozial schon sehr weit fortgeschritten war und definitiv keine Sklaverei mehr hatte, gibt es da jetzt tatsächlich wieder Sklavenmärkte und Sklavenhandel in Libyen. Können wir jetzt mehr oder weniger dem US-amerikanischen Empire auf die Fahnen schreiben, die diesen Rückschritt dort mehr oder weniger herbeigebombt haben. Also es ist nicht alles gut, es glänzt nicht alles, aber gerade im muslimischen Bereich hat die Sklaverei noch sehr lange im Osmanischen Reich, in den Kalifaten, dieser brutalste Sklavenhandel und Sklaverei, den die in diesen muslimischen Ländern über 1000 Jahre, also seit dem Beginn des Osmanischen Reiches, unglaublicher Brutalität haben die Sklaverei betrieben und Sklavenhandel betrieben. Es wird geschätzt, dass typischerweise Subsahara-Afrika, also die afrikanischen Staaten, da gab es einen richtigen
unter der Sahara-Wüste, im Süden der Sahara-Wüste. Diese Staaten waren die Sklavenzulieferstaaten, Schwarze, die über Schiff oder über Karawanenrouten durch die Wüste nach Norden in die Mittelmeeranrainerstaaten, in die arabischen Mittelmeeranrainerstaaten, spezifisch eben das große Osmanische Reich, was da lange Zeit beherrschend war, über Jahrhunderte beherrschend war und andere Kalifate davor und dabei und danach. Die haben einen unglaublich brutalen Sklavenhandel betrieben, haben diese Staaten in Subsahara-Afrika ausgepresst, das waren wirklich Sklavenzulieferstaaten, wo immer wieder Menschenhändler, Menschenjäger gekommen sind, die gefangen haben und die über Schiff und Karawanen nach in die arabischen Staaten gebracht haben, mit einer Überlebensrate von 9:1. Also von 10 gefangenen Menschen in Subsahara-Afrika, die nach Arabien geschafft wurden, hat einer überlebt. Brutalste Kastration, die Eunuchenkultur im Arabischen Reich, auch da haben viele dran gestorben. Aber allein dieser Weg von Subsahara-Afrika nach Arabien, 9 von 10 da gestorben. Und da sind also wirklich am Ende viele, viele Millionen über die Jahrhunderte sind da verschleppt worden. Und die haben nicht von selber aufgehört mit dieser Sklaverei oder haben Einsehen gehabt oder so. Nein, es war das gewaltige britische Empire, was ihnen erst den Sklavenhandel über Wasser verboten hat, dann die Sklaverei in seinem ganzen Staatsgebiet abgeschafft hat. Jeder, der auf britischem Boden im britischen Empire war, auf deutschem sowieso, aber die haben keine Kolonien gehabt bis 1900, dann war es auch egal. Fast ein bisschen vor 1900. Aber die Briten haben in ihrem Hoheitsgebiet, jeder, der auf britischem Hoheitsgebiet war, war frei. Gab keine Sklaverei auf diesem Gebiet. Das hat natürlich diesen Sklavenhandel schon mal enorm eingeschränkt. Und dann auch eben diesen Landhandel, den die Briten dann im 19. Jahrhundert dann auch gestoppt haben, abgeschafft haben. Und einer, der da ganz wichtig war, war der Dr. David Livingston. Haben Sie das schon mal gehört? David Livingston? Dr. Livingston, I presume. Zwei englische Gentlemen, die sich im afrikanischen Regenwald in dem tiefsten, unergründlichsten Dschungel in weißen Flecken auf der Landkarte getroffen haben. Jahrelang ist der Dr. Livingston, hat er diese Quellen des Nils gesucht, wollte diese geografische Region erkunden und beobachten und hat immer wieder dabei die Sklaverei angeprangert und hat gesagt, ich suche die Quellen des Nils nur, um so berühmt und mächtig zu werden, dass ich eine Stimme habe, um die Abschaffung der Sklaverei zu ermöglichen. 1813 bis 1873, Dr. Livingston, 1871 trifft er, nachdem er mehrere Jahre verschollen war, also er hat diese Quellen des Nils gesucht, man hat mehrere Jahre in England nichts von ihm gehört, keine Reiseberichte, was ist los, der ist wahrscheinlich tot. Henry Morton Stanley, ein richtiger Haut drauf Western britischer Journalist, ist ihm nachgereist, hat ihn viele Monate, vielleicht sogar Jahre, aber mindestens Monate gesucht, hat ihn gefunden und dann dieser berühmte Satz, Dr. Livingston, I presume, mitten im afrikanischen Dschungel. Kämpfer und Mahner gegen die Sklaverei, vor allem gegen die super brutale arabisch-afrikanische Sklaverei, die dann letztendlich auch, also wir reden hier 1871, ne? Da war die noch nicht abgeschafft, die hat die Briten dazu, es gab immer und immer wieder Diskussionen, geht in die arabischen Länder, schafft dort diese brutale Sklaverei ab, unterbindet den Sklavenhandel dort, unterbindet die Sklaverei dort und das hatten die Briten dann irgendwann gemacht, in den, ja, 70er, 80er Jahren, also 1870, 1880, also nach dem, nicht nur in ihrem eigenen Staatsgebiet, auch in ihrem, also sie haben also auch ihre Handelspartner und ihre ja abhängigen Regionen, Staaten dazu gezwungen, das nach und nach abzuschaffen. Also das ist eine Kulturleistung, die die Europäer der Welt geschenkt haben, die ja gar nicht hoch genug einzuschätzen ist. Auch die britische Kolonialmacht in Indien
kann man sich mal ein bisschen mit beschäftigen, was das für die Inder bedeutet hat. Aber auch da, Abschaffen der Sklaverei, auch da gab es ganz brutale Gebräuche, wie zum Beispiel Witwenverbrennung. Standard, es wurden hunderttausende Witwen jedes Jahr verbrannt bei lebendigem Leibe in Indien. Wenn, ne, was typisch war, eine junge Frau einen alten Mann geheiratet hat, wie auch immer, der Mann ist gestorben, die Frau war noch am Leben, dann war es Gebrauch und es wurde so verlangt, dass die Witwe mit dem Ehemann verbrannt wird, die lebendige, mit Unterblut noch sehr junge Frau des gestorbenen Ehemannes wurde dann mit verbrannt, Witwenverbrennung. Ganz großes Thema in Indien. Die Briten haben das verboten, haben jahrzehntelang Kampagnen geführt, um das zu unterbinden. Sie haben die schlimmsten Auswirkungen des Kastensystems verboten, die Sklaverei gleichkam, diese Unberührbaren und so weiter. Also haben da letztlich auch ganz, ganz viel Fortschritt reingebracht und natürlich diese Region industriell infrastrukturmäßig entwickelt. Was sie nicht zugelassen haben, ist, dass die wesentlich reicher geworden sind. Den Reichtum haben sie natürlich, ne, aber es war nicht eine reine Wohlfahrtsveranstaltung. Die haben natürlich brutal ausgebeutet und den Reichtum, den diese Länder produziert haben, überwiegend abgeschöpft und für ihr Empire verwendet. Selbstverständlich, aber die Lebensbedingungen haben sich zunächst unter den Briten erstmal deutlich verbessert. Aber viel reicher sind sie nicht geworden dabei. Die Kolonialstaaten sind dann tatsächlich ins wirtschaftliche Wachstum gekommen, in den Reichtum gekommen, als dann die Kolonialzeit beendet war, als die unabhängig geworden sind. Viele der britischen Traditionen weitergeführt haben, aber dann das Geld behalten durften und das nicht immer nach London schicken mussten. Okay, aber was für eine Kraft zum Guten aus diesem britischen Imperium und der europäischen Dominanz der ganzen Welt gekommen ist, das ist jetzt keine Ironie, das ist keine Satire. Überlegen Sie mal, was das bedeutet im Zeitraum unserer menschlichen Geschichte. Das erste Mal, dass ein Imperium so etwas kann, so etwas versucht und es tatsächlich tut, im Wesentlichen aus christlicher Moral und christlicher Überzeugung heraus. Es gab andere Faktoren, die das sinnvoll machten, weil die industrielle Entwicklung mit unabhängigen Arbeitern gut funktionierte. Sklaven waren da eigentlich nicht sinnvoll. Deswegen gab es andere ökonomische Entwicklungen, die das sinnvoll machten. Aber diese ökonomischen Entwicklungen muss man auch zulassen. Und was heißt es, industrielle Entwicklung zuzulassen? Das ist gar nicht so trivial. Das ist kein Zug, der von alleine fährt. Das heißt, er fährt von alleine, aber der normale Impetus, der normale Gedanke eines Staates ist eigentlich immer Stopp. Hier kommen neue Mächte hoch, hier verändern sich die sozialen Gefüge, hier gerät mein über Jahrhunderte und Jahrtausende stabiles Staatswesen, Empire, Königreich, Tyrannei gerät in Gefahr. Ich stoppe diese wirtschaftliche Entwicklung. Das war der Normalfall. Denken wir an China. Warum hat sich Europa industriell entwickelt? Warum ist da die industrielle Revolution gestartet und nicht in China zum Beispiel? Oder im römischen Imperium, was auch schon technisch sehr, sehr hochstehend war. Wobei die Frage ist, ob das römische Imperium nicht einfach untergegangen ist, bevor es diesen industriellen Sprung der industriellen Entwicklung machen konnte. Aber China, 1400, wissen Sie, was China im 14. Jahrhundert geleistet hat? Es gab da den berühmten, ne, lesen Sie mal, die Schiffsreisen, die Seereisen von dem chinesischen Admiral Zheng He. Beauftragt von dem chinesischen Kaiser, damals ein wirklich gut organisiertes, perfekt organisiertes, zentral hierarchisches Reich, das riesige chinesische Reich, allein durch seine Größe und Macht, durch die unheimlich vielen Menschen, die da lebten und diese gute Organisation. Ein unglaublich reiches Land, die haben diese Seide erfunden und Porzellan.
das ist das, was die Europäer haben wollten die ganze Zeit. Ne? Deswegen sind sie nach Indien, ne? Über den Landweg, die Seidenstraße nach China. Wir wollten Seide und Porzellan. Deswegen sind sie um Afrika, die Portugiesen, und haben Indien die Gewürze. Die wollten nach China, die wollten Seide und Porzellan. Die wollten an dieser Manufakturwesen, industriellen Technik, industriell schon, aber diese hochstehende Technologie der Chinesen, da wollten sie daran teilhaben, Seide und Porzellan. Und was ist Seide und Porzellan? Das sind keine Rohstoffe, das ist kein Gold, das ist kein Silber, das macht der Bauer. Das macht der Handwerker. Porzellan ist ein bisschen schöne Tonerde und Wissen und Technologie. Und Tonerde gibt es überall. Und Seide ist Maulbeerbäume und man weiß, wie man Seide macht. Man weiß, wie man Maulbeer die Seidenraupen züchtet, wie man die auf Maulbeeren züchtet, wie man diesen Maul, den Dung der Seidenraupen als Dünger verwendet. Wie man die Seidenraupen selber als Nahrung verwendet. Es war nicht nur so ein eindimensionales Ding, ich mache jetzt nur Seide. Nein, nein, die Seide war ein Abfallprodukt all dieser anderen Prozesse. Steigerung der Bodenfruchtbarkeit durch die Maulbeerbäume und die Dung der Seidenraupen. Eiweißreiche, hochwertige Nahrung, die Kokons der Seidenraupen wurden ja dann auch gegessen, nachdem der Seidenfaden von den Seidenraupen abgewickelt wurde. Also das ist Technologie. Das und danach strebte ganz Europa, da wollen wir hin, das ist das reiche, der reiche Magnet. Die Europäer wollten immer nach Amerika, wollten sie eigentlich nach China, sie wollten Indien, es hieß immer Indien, weil sie kannten ja nur Indien, ne? Das kam alles über Indien, die Seide und das Porzellan, aber das Ziel war immer China. China war der große Magnet, da wollten die Europäer für Jahrhunderte hin, mit denen wollten sie Handel treiben, von denen wollten sie lernen. China war das große Reich. Wie haben es denn die Europäer geschafft, die industrielle Revolution anzustoßen und nicht China? Nochmal zu Admiral Zheng He. Der ist also damals mit einer staatlich beauftragten und bezahlten Flotte, 50 bis 60 Schiffe, mehrfache Expeditionen, ich glaube 6 Expeditionen hat er gemacht, von 1405 bis 1433. Diese Schiffe waren, 50 bis 60 Schiffe, bis 100 Meter lange Schiffe, riesige Holzschiffe, mit Schotten, mit ganz modernem Design. Das heißt, die Dinger sind auch nicht gesunken, wenn da mal irgendwo ein Loch war, sondern die hatten wie moderne Schiffe, was man bei uns erst im 19. Jahrhundert entdeckt hat, zu bauen begonnen hat. Abteilungen, unterteilte Abteilungen, Schotten in den Schiffen. 50 bis 60 solcher Monster, mit denen ist er losgefahren und da waren 30.000 Mann an Bord. Mit so einer Flotte ist er nach Afrika gesegelt, nach Indien gesegelt. Einige sagen, er ist bis nach Amerika gekommen. Auf jeden Fall hat er im ganzen Pazifischen und Indischen Ozean riesige Reisen unternommen, hat Tribut eingefordert, hat Handel haben die damals nicht. Ja, sie haben viele, viele hunderte, tausende Tonnen an Material, an Tauschgütern mitgenommen. Aber es war kein kleiner Händler, ich fahre mal dahin, handle, hab einen Preis, komm wieder zurück. Es war immer so ein Austausch auf staatlicher Ebene. Ich schenke dir was, du schenkst mir was. Ganz seltsame Geschichte, aber eben so ein diplomatischer Geschenkehandelwesen. Warum? Weil Handel wurde unterdrückt. Als kleiner Händler durftest du nicht mit dem Boot losfahren in China. Das war verboten und es war so gut organisiert, dass das Verbot auch geklappt hat. Schmuggel gab es immer mal wieder ein bisschen, aber es war so gut organisiert. Handel, Handwerk, Industrie, alles war perfekt organisiert, durchorganisiert, kontrolliert. Chinesische Beamte haben das alles perfekt kontrolliert, haben Weiterentwicklung, haben den Wohlstandsentwicklung von ganzen Bevölkerungsgruppen verhindert, indem sie die in alten sozialen Schichten gehalten haben. Es ist nicht normal, dass man sich hocharbeitet und dafür seine harte Arbeit belohnt wird und vielleicht ein reicher Unternehmer wird oder so. Das gab es nicht, weder in Indien noch in China. Man wurde in seine Kaste, in seine soziale Schicht geboren. Man war Schuster, man war Bauer, man war Schneider oder man kam eben aus einer Beamtenfamilie und dann wurde man Beamter, dann wurde man Bauer, dann wurde man Schneider. Und dass man dann reich wurde und vielleicht die gesellschaftliche Schicht aufsteigen würde, das
war nicht vorgesehen. Und auch in Europa gab es ja ganz viele Gegenbewegungen zu so einem gesellschaftlichen Aufstieg, zu einer Meritokratie, einer Gesellschaft, die Leistung belohnt, wo man aufsteigen kann, wo man reich werden kann, wo harte Arbeit und Intelligenz und Leistung sich lohnt. Das ist in der Geschichte eher ungewöhnlich, dass das mal der Fall ist. Und es ist typischerweise dann der Fall, wenn die zentrale Staatsmacht nicht so perfekt ist, wenn sie nicht so perfekt organisiert ist, sondern wenn sie relativ schwach ist, wie in Europa, dieses zersplitterte Kleinstaatensystem. Da war Entwicklung von Handwerk, Industrie, von Kaufleuten Fugger. Ne, denken wir an die Fugger-Dynastie. Das größte Bankhaus, 1600 rum, glaube ich, also 16. Jahrhundert, hat lange Bestand gehabt. Eine Zeit lang gehörte denen 15% des Augsburger Familie, gehörte denen 15% der europäischen Wirtschaft. Welcher Herrscher züchtet sich denn so eine Macht dran? Der Fugger, der hat den Philipp von Spanien gemacht. Der hat, wenn der gesagt hat, ihr kriegt keinen Kredit mehr, ihr kriegt nichts mehr für eure Kriege, dann war Schluss. Der hat die Könige am Gängelband geführt. Das war denen natürlich nicht, also das, wenn die das hätten verhindern können mit der zentralen staatlichen Macht, dass da so eine neue Macht, so ein Emporkömmling, so nix, so ein Kleinbürger kommt da hoch und wird innerhalb von drei Generationen zu den mächtigsten Männern Europas, gegen alle Traditionen, Adel und irgendwas. Also das ist eine unglaubliche Entwicklung. Natürlich versuchen die mit Zünften, mit Adelstiteln, mit Unterdrückung, mit Enteignung, mit Steuern sowas zu verhindern. Also das ist das natürliche Bestreben eines jeden Staates, die Entwicklung solcher neuen Mächte und sozialen Kräfte zu verhindern. Aber das sind die Kräfte, die Reichtum schaffen. Das sind die Kräfte, die die Entwicklung voranbringen. Eine Gesellschaft, die auf Leistung, auf Meritokratie, auf die das belohnt, die das zulässt, dass Leistung einen nach oben führt und nicht ich bin König für immer und du bist Untertan für immer. Das ist heute, haben wir heute ist schon wieder eine andere Zeit, die Zügel werden schon wieder fester gezogen. Das ist nicht mehr so gewünscht, dass sich jetzt neue Kräfte da hochkommen. Ne? Die Monopole, die großen Konzerne haben die Zügel in der Hand und haben die Politiker in der Hand und passen schön auf, dass uns da kein kleines Unternehmen möglichst dazwischen funkt. Aber das ist in der Geschichte eigentlich der Normalfall, dass Aufstieg verhindert wird, dass Sachen stabil gehalten werden, dass nicht denn soziale Veränderungen erlaubt werden, die ja dann auch Umwälzungen mit sich bringen. Ne? Dann ist der Adelige eben plötzlich ein verarmter Adeliger und läuft nur noch unter ferner Liefen. Wie viele verarmte Adelige haben wir heute in Deutschland? Früher undenkbar. Da hatte der sein Lehen, sein Land, konnte seine 1000 Leibeigenen ausbeuten und war sein kleiner König. Ne? Heute arbeitet er im kleinen Büro und ist eine kleine Werbekauffrau oder Kaufmann wie alle anderen auch. Und das von, man erwähnt es noch, aber es ist nicht mehr wirklich relevant, ne? Was das bedeutet an sozialem Sprengstoff. Und China, so gut organisiert, hat das verhindert. Gibt's nicht. Gibt keine industrielle Entwicklung. Gibt keinen Aufstieg. Gibt keinen unabhängigen Handel von uns. Die haben tatsächlich dann, nachdem der Kaiser gestorben war, ein neuer Kaiser kam, wurde der Isolationismus, ich weiß nicht genau, wie der Begriff ist, aber die haben China dicht gemacht. Jeglicher Kontakt mit der Außenwelt war nicht mehr erwünscht. Wir wollen keinen Handel, wir wollen nichts mehr hin und her. Also der Zheng He, das war sozusagen der Admiral Zheng He mit seinen vielen Schiffen und diesen Expeditionen, das war sozusagen staatlicher Austausch von oben. Erlaubt, jawohl, wir öffnen uns, wir wollen auch Kontakt haben, wir wollen Piraterie verhindern und ne, wir wollen hier Kontrolle ausüben. Und dann kam der Kaiser und gesagt, nein, das sind alles Barbaren, die laufen in Fellen rum, die haben keine Technologie, die haben keine Seide, keine Porzellan, die interessieren uns nicht. Die Europäer kamen mit kleinen Booten und ne, die Santa Maria. 1492, Kolumbus.
fährt über den Atlantik mit der Santa Maria. Das Schiff war 23 Meter lang und hatte 39 Menschen an Bord. Nochmal zum Vergleich, die Schiffe von Zhenghe, 50 bis 60 Schiffe bis 100 Meter lang, 30.000 Mann in seiner Expedition. Das ist der Unterschied. So eine kleinen Schiffe und noch kleinere kamen mit Fellen beladen und mit kratzigen Schafswollpullovern in China an und wollten tauschen mit Seide und Porzellan. Die Chinesen haben sich in Fäuste gelacht. Was soll man mit dem Scheiß? Das wollen wir nicht. Ihr könnt wieder losfahren. Der Handel mit China kam erst so richtig in Gang, als die Europäer den Chinesen Silber anbieten konnten. Silber in Peru, in Südamerika haben sie Minen entdeckt, haben dort eine gewaltige Bergbaustadt ins Leben gerufen und haben viele, viele, viele tausende Tonnen Silber in die Welt verschifft. Das wollten die Chinesen haben, weil Silber war die lokale Währung für Händler in China. Und dann hat sich da ein Handel entwickelt. Dann wurde Seide nach Europa und Porzellan nach Europa exportiert. Und interessanterweise über die neue Welt. Also Panama, das Silber kam aus Peru, wurde dann per Schiff nach Panama. Dort wurden große Schiffe beladen, die nach China gefahren sind. Also nicht direkt nach China. Direkt nach China durfte man nicht. Also war es eben verboten durch die starke chinesische Zentralmacht. Nein, wir wollen keinen Austausch, wir wollen keinen Handel. Ich glaube, es war in Malaysia irgendwo, also in einem vorgelagerten Manila. Manila war die Hafenstadt, die diesen Handel abgewickelt hat. Und die haben Silber bekommen und haben entsprechend Seide und Porzellan zurückgeschickt in die Neue Welt über Panama auf, keine Ahnung, Eselskarren, 100 Kilometer über Land, durch den schlimmsten Dschungel, dann wieder auf Schiffe, dann nach Europa. Und das war der Welthandel, der sich ab 1550 schon fast entwickelt hat in der neuen Welt mit China. Das war das Ziel der Europäer, das wollten sie haben. Sie wollten die Seide, sie wollten die Porzellan haben. Und China verhindert die Entwicklung. Ein mächtiger, zentraler, gut organisierter, hierarchischer Staat verhindert die Entwicklung. Und Europa, gerade Deutschland, lauter Kleinstaaten und ansonsten eben viele kleine Nationalstaaten, Frankreich, Spanien, die Benelux-Länder, eben die ganzen deutschen Kleinstaaten, Preußen, Sachsen, Bayern, die Habsburger, Österreich, Ungarn und Russland und was weiß ich, all diese tendenziell Kleinstaaten, die in gegenseitiger Konkurrenz standen, die ständig nach einem Machtvorteil gesucht haben, wo es nie ganz klar war, wer gewinnt jetzt. Jeder Vorteil in der Macht, in der Industrieentwicklung, in der Militärentwicklung war dringend gefordert, um gegenüber seinen Nachbarn bestehen zu können. Das hat diese Dynamik ausgelöst, wo die Herrscher dieser Länder akzeptiert haben oder nicht unterdrücken konnten, weil ihre Macht nicht stark genug war, ihre Zentralmacht, oder akzeptiert haben, wie der preußische, wie der alte Fritz, Friedrich II., Friedrich der Große, der aktiv gesagt hat, kommt, entwickelt das Land industriell, entwickelt die Landwirtschaft, macht neue Industrien, macht Handel, der die Hugenotten eingeladen hat, die französischen Protestanten, die verjagt wurden, der die Holländer eingeladen hat, Holländerviertel in Potsdam, der die Russen eingeladen hat, also der alle möglichen Menschen aus der ganzen Welt gesagt hat, kommt her, entwickelt unser Land wirtschaftlich, leistet was, hier werdet ihr belohnt für eure Leistung, hier dürft ihr reich, hier dürft ihr Wohlstand erlangen, hier dürft ihr die sozialen Schichten aufsteigen. Und sie kamen und sie leisteten. Und sie haben dieses Land Preußen in wenigen Jahrzehnten wirtschaftlich enorm vorangebracht, sodass es das Powerhouse in Europa wurde, zusammen mit England. Dann vielleicht mal die Entwicklung der Dampfmaschine. Der praktische Beginn der Dampfmaschine war in englischen Bergwerken. Wir haben wieder das Problem, das schon Leibniz versuchte zu lösen. Man will tiefer graben, man muss das Wasser wegpumpen aus den Bergwerken, damit man tiefer graben kann. Kohlebergbau, Eisenbergbau, Bleibergbau, Kupferbergbau.
Wasserkraft, Windkraft reicht nicht. Wir haben nicht die Energiedichte, das reicht. Wir sind nicht zuverlässig genug. Und die erste praktische Dampfmaschine hat nicht James Watt erfunden, sondern Thomas Newcomb. 1712. Zur Wasserhebung in Bergwerken. 0,5% Wirkungsgrad. 0,5%. Dann den wir alle kennen, James Watt, 1769. Man sieht, es gibt durchaus sehr parallele Entwicklungen in Deutschland und England. Ne? Also England durch seinen großen Reichtum aus dem britischen Empire hat einen gewissen Vorteil in der industriellen Entwicklung gehabt, hat die ganzen Rohstoffe gehabt und so weiter. Aber wir werden sehen, England hatte auch ein paar Nachteile, die dann dazu geführt haben, dass Deutschland nach vorne kam. Und einer der Nachteile war, dass England so gut organisiert war, dass sie ein funktionierendes Patent- und Rechtswesen hatten. Man konnte nicht einfach irgendwas nachbauen und kopieren, Raubkopie oder so. Das war in England schon ab 1700 nicht mehr möglich. Das war alles perfekt organisiert. Es gab Patente, es gab Ämter, die das verhindert haben. Es gab Rechtsanwälte. Gab zwar anders auch, aber da hat's keinen gestört. Ne? So ungefähr wie heute in China. Warum ist China reich geworden? Oder sind sie jetzt dabei, die Reichtumsschranke zu durchbrechen? Der Westen, der Osten Chinas an der Küste, Shanghai, Peking, Shenzhen, die sind schon reich. Die sind auf dem Level von Italien in ihrem Wohlstand, der Westen Chinas, Tibet und das ganze bergige Land, was traditionell nicht so stark entwickelt ist, das ist zum Teil noch sehr, sehr arm, da ist die Hälfte der Bevölkerung noch in Armut, aber die östliche Hälfte ist schon auf Industriestandard angekommen. Und wie haben die das gemacht? Indem sie von oben staatlich verordnet haben, jetzt arbeitet mal schön und macht, das haben die versucht und das ist ein großer Sprung nach vorne. Bis zu 100 Millionen Tote, verhungert, wegen absurder staatlicher Ideen. Jedes Dorf braucht seine kleine Stahlhütte. Und die haben die gebaut aus Lehm und haben ein bisschen Stahl produziert und dann weggekippt, weil der Stahl so scheiße war, dass man damit nichts anfangen konnte. Mao. Der große Sprung nach vorne. Die verlorene Generation in China und 50 bis 100 Millionen Tote. Okay, Thomas Newcomb. Was hat dann Deng Xiaoping gemacht? Er hat gesagt, ist mir egal, ob die Katze weiß oder schwarz ist. Hauptsache, sie fängt Mäuse. Der hat nicht gesagt, ich unterdrücke jede wirtschaftliche Entwicklung, jede soziale Veränderung. Er hat gesagt, okay, wir lehnen uns zurück, solange ihr die Zentralmacht der kommunistischen Partei in China nicht antastet. Dürft ihr machen, was ihr wollt. Wirtschaftlich habt ihr alle Rechte. Oder vielmehr, wir werden euch nicht kontrollieren. Es ist wilder Westen. Heute noch. China ist wilder Westen. Es gibt keine Regulierung ohne Ende, aber keiner hält sich dran. Es gibt Gesetze, ja, aber es wird nicht durchgesetzt. Und zwar seit Jahrzehnten. Keine Patente. Die dürfen alles kopieren. Die Fabriken werden da so schnell aufgebaut. Heute ist sie auf, morgen ist sie wieder zu. Umweltstandards wurden nicht kontrolliert. Das machen sie jetzt langsam. Aber es ist richtig so, am Anfang wilder Westen, ist alle frei, du kannst machen, was du willst. Produzier, befriedige die Bedürfnisse deiner Kunden, schaffe Reichtum, schaffe diese industrielle Entwicklung. Und es ist langsam losgegangen in den 80er, 90er Jahren in China, aber es hat eine solche Fahrt aufgenommen und produziert jetzt innerhalb von, wie viel? Zwei Jahrzehnten, noch nicht mal drei Jahrzehnte, hat all diese... Dieser komplette wilde Westen, diese Freiheit der wirtschaftlichen, diese wirtschaftliche Freiheit, die wirtschaftliche Freiheit, die viel größer ist als in Deutschland oder in USA. Und das ist nicht nur die Freiheit von Verschmutzung, das ist, dass nicht jeden dritten Tag irgendein Kontrolleur in der Fabrik steht und sagt, da sind aber die Leitern nicht mit genug Dübeln angebracht und da musst du aber die Sonntagsarbeit besser bezahlen, sonst bist du gegen das Gesetz oder so wie das in Deutschland der Fall ist. Wenn du eine größere Fabrik hast, bist du nur noch von Kontrolleuren umgeben und die Hälfte deiner Arbeitszeit, also der Menschenarbeitszeit in der Fabrik geht darauf und darauf, diese ganzen zu 90% absurden Vorschriften zu erfüllen. Gibt es in China nicht, beziehungsweise gab es so gut wie nicht. Jetzt werden langsam immer mehr Vorschriften eingeführt, sicherlich. Ne? Jetzt hat man die Kuh, die man melken möchte, sich entwickeln lassen, jetzt fängt man an, sie zu merken, das ist klar. Und das ist ja bis zu einem bestimmten Punkt auch gut. Aber ganz klar, den Reichtum hat nicht der Staat geschaffen. Den Reichtum haben
Unternehmer, kleine Leute, Arbeiter geschaffen, die gesagt haben, ich will Wohlstand, ich will die Entwicklung, ich, wenn sie irgendein elektronisches Bauteil wollen, irgendwas Exotisches, irgendeine spezielle LED-Lampe, spezielle Kfz-Adapter, von, ne, das können sie in USA kaufen oder in Europa, wenn sie Glück haben, dass es das überhaupt gibt. Aber da gibt es noch 20 20 DIN-Prüfverfahren und Zulassungen und sonst was. Das braucht 10 Jahre, bis das auf dem Markt ist. In China braucht das 2 Wochen. Da überlegt sich das einer. Und wenn er das Design irgendwo stiehlt, es gab jetzt ein schönes Ding, so einen ausklappbaren Selfie-Stick. Innovatives Design, der hat sich das schön patentieren lassen hier in Europa. Der hat das in Europa, kam aus England, irgendein junger Mann, hat sich das schön patentieren lassen in Europa, hat mit den Fabriken gesprochen, können wir das jetzt produzieren, haben wir die ganzen, kriege ich von der Bank einen Kredit, habe ich meinen Businessplan, habe ich die Genehmigung von den Behörden, habe ich das zugelassen. Der Mann war noch 2 Jahre von der Beginn seiner Produktion entfernt. In China ist schon die Kopie auf dem Markt. Besser, mit einigen Designverbesserungen und nach Europa lieferbar über eBay. Ne? Also das ist dieses Tempo der Entwicklung. Es ist tatsächlich so, dass sie innerhalb von 2 Wochen neue Produkte auf den Markt bringen. Wenn die eine Designidee haben, wenn die Anlage da, selbst wir kaufen inzwischen in China zum Beispiel Sprühflaschen. Das ist das Einzige, was wir bisher da kaufen. Ich würde da gerne mehr kaufen, aber das Zoll, Grenzen und Handel und monatelang vorausbezahlen und Kommunikationsschwierigkeiten, das ist alles nicht so einfach. Aber es ist unsere kleinen Sprühflaschen, die 50 Milliliter Sprühflaschen, kaufen wir in China, weil die hier in Deutschland den 4-fachen Preis dafür verlangen. Obwohl sie vor Ort sind, also sind nicht die Löhne, die da den Unterschied machen. Ist die harte Konkurrenz und die Todregulierung in Europa. Aber ist eine andere Frage. Dampfmaschine, da war was stehen geblieben. James Watt 1712, Thomas Newcomb, Wasserhebung 0,5%. James Watt 1769, jetzt geht mir der Strom hier langsam aus, ich hoffe, es reicht noch eine Weile. 1769, der James Watt hat auch die Begriff Pferdestärken, PS, erfunden und eingeführt, verbessert die Dampfmaschine in ganz vielen Punkten und kommt am Ende auf 3% Wirkungsgrad. Er fällt 6-fach den Wirkungsgrad. Genauso in Bergwerken eingesetzt und dann zum Teil dann auch in Industriebetrieben und so weiter. In Preußen, Karl Friedrich Bückling, ein preußischer Beamter, der rausgeschickt wird zur Industriespionage. Er hat mehrfach England besucht, hat Pläne abgezeichnet, nee, erst gab es, machen wir einen Vertrag mit James Watt, lassen wir die hier mit Patent herstellen in Deutschland, aber der wollte dann 14 Jahre allein Vertriebsrecht haben und so weiter und ganz viel Geld. Nein, Deutschland war damals eine rechtsfreie Zone. Du konntest, es gab kein Patent, es gab kein Copyright, die Singer-Nähmaschine, alles nachgemacht. In Deutschland wurde alles, was aus England kam, brutalst nachgemacht und oftmals besser nachgemacht. Das war ja diese schöne Idee, die schöne Geschichte mit Made in Germany, die Engländer eingeführt haben, um deutsche Produkte, raubkopierte deutsche Produkte, so ähnlich wie China oder Japan, die dann am Anfang ihrer Entwicklung oder jetzt eben China, auch alles Mögliche raubkopieren und hierher liefern. So war das eben Deutschland im 19. Jahrhundert. Und dann haben die Briten gesagt, nein, da machen wir einen Stempel drauf, Made in Germany, damit die sehen, dass das, was das für ein Scheiß ist. Aber es hat sich herausgestellt, die deutschen Produkte waren besser, dauerhafter, oftmals noch kleine Designverbesserungen drin, waren raubkopiert, aber eben intelligent raubkopiert. Und so wurde Made in Germany ein Gütesiegel und irgendwann musste man nicht mehr raubkopieren, weil man in Deutschland an der vordersten Front der wissenschaftlichen, technischen Entwicklung war. Und mit dem ausgehenden 19. Jahrhundert bis Mitte des 20. Jahrhunderts war Deutschland die Wissenschaftssprache auf der Welt. Man sprach Deutsch, wenn man in der Wissenschaft war, in der Psychologie, in der Mathematik, in dem Maschinenbau und so weiter. Man sprach Deutsch. Hitler hat das beendet. Der hat die deutsche Elite geköpft.
Katastrophe. Absolute Katastrophe. Aber egal. Gut. James Watt. 1769. Und dann der Preuße Karl Friedrich Bückling, der die. Ich mach mal kurz eine Zwischenspeicherung, damit er mir hier nicht abstürzt. Na, nee, ich habe noch halbe Batterie. Lass das nochmal weiterlaufen. Okay. Der Preuße Karl Friedrich Bückling, der die Industriespionage betrieben hat und 1785 eine nachgebaute Dampfmaschine weiterentwickelt, nach Deutschland gebracht hat. Es gab zum Beispiel mal einen Vergleich, weil ich mal einen Artikel gelesen über deutsche und englische Patentrecht sowieso. Das ist erst, ne, in England hat Patentrecht ab 1700 ganz gut funktioniert. In Deutschland erst mit dem Deutschen Reich ab 1871. Das erste Patentgesetz, was tatsächlich angewendet wurde, war 1877. Vorher gab es nichts, kein Patentrecht, nichts. Also man konnte raubkopieren, kreuz und quer, wie man wollte. Und das war die stürmische industrielle Entwicklung in Deutschland im 19. Jahrhundert. Heute geht es auch noch vorwärts, ja, aber viel, viel zäher. Und wir sehen, wie das in China ist. Wenn du alle Sachen einreißt, dann geht die Entwicklung los. Also Patente schützen die Erfinder oder begünstigen die industrielle und technische Entwicklung. Tun sie nicht. Tun sie nie. Das ist schön sprech von den Anwälten oder von den Lizenzverwaltern, die dann daran verdienen wollen, den großen Konzernen, die ihren Kuchen behalten wollen. Patente und Copyright sind immer eine Verhinderung gesellschaftlichen Fortschritts und eine Verhinderung der industriellen Entwicklung. Weil man einfach, ne, wie immer, der Staat und die Monopole, die schon da sind, die wollen ihre Freunde schützen und die Neuen nicht ranlassen. Also richtet man Barrieren auf. Versuchen Sie mal als kleiner Unternehmer irgendein Patent zu machen. Das können Sie vergessen. Ich kenne mehrere kleine Unternehmer in Deutschland, auch im Zusammenhang mit Terra Preta, aber auch mit Komposttoiletten und anderen Sachen, die sich Patente haben schützen lassen. Die zahlen jahrelang immer und immer wieder Gebühren an Anwälte und an das Patentamt und sonst was und haben da nie irgendwas von gehabt. Das ist reine Verschwendung. Patente schützen dich nur, wenn du 100 Anwälte im Nacken hast und ein paar hundert Millionen beziehungsweise ein paar Millionen, die du jederzeit in Patentkämpfe stecken kannst. Und dann kannst du die Kleinen unten halten und aufpassen, dass sie dir nicht hochkommen. Aber für eine tatsächliche Entwicklung, für was Neues, auch hier Pharmaindustrie, ne, dass die behaupten, das würde jetzt großartig Entwicklung fördern, weil die müssen ja 10 Milliarden, ein paar Milliarden in ihre neuen Entwicklungen, ihre Medikamente stecken. Vergiss es. Es werden so viele Medikamente auf der Welt, Naturstoffe, nicht entwickelt, nicht gefördert, weil diese Hürden so hoch aufgerichtet werden von der Pharmaindustrie, dass man da nur rüberkommt, wenn man Patente macht, wenn man mit Patenten über diese Hürde springt. Wir werden in der Krebsbehandlung und in ganz vielen anderen Antibiotika und sonst was, werden wir so viel weiter, wenn wir das Patentrecht komplett abschaffen würden. Viele Millionen Menschen müssen nicht sterben auf der Welt, wenn die Patente für alle medizinischen Sachen sofort fallen würden. Zum Beispiel. Da gehen Menschenleben verloren, auch heute noch. Es ist immer dieser Wunsch, Veränderungen zu verhindern. Ich bin das Monopol, wir wollen die Struktur nicht, wir wollen nicht das Boot, do not rock the boat, nichts verändern. Das war also ein Markenzeichen Deutschlands, Industriespionage für 100 Jahre mehr oder weniger, bis sie dann die Herrschaft, die wissenschaftlich-technische Führerschaft übernommen haben. Und zwar genau deswegen übernommen haben, weil sie diese extreme Freiheit hatten in dem deutschen Kleinstaaterei und den schwachen deutschen Fürsten, die nicht in der Lage waren, das zu verhindern, beziehungsweise es nicht wollten, weil sie in gegenseitiger Konkurrenz diesen kleinen Vorteil brauchten, wie zum Beispiel Friedrich der Große erkannt hat. Einer meiner Helden kommt aus meiner Heimatstadt, Otto Lilienthal. Ich bin im Otto Lilienthal-Gymnasium zur Schule gegangen, das gleiche Gymnasium, glaube ich, in dem Otto Lilienthal zur Schule gegangen ist. Auf jeden Fall verdammt altes Gebäude. Ja, jedenfalls Otto Lilienthal und Gustav Lilienthal, eine verarmte Kaufmannsfamilie, wo er wirklich zeitweise als Schlafbursche in seiner Ausbildung sich Betten teilen musste mit zwei Kutschern. Also, ne, die haben im Schichtsystem geschlafen, tags und nachts und
so arm war dieser Otto Lilienthal, hat aber, die Mutter hat ganz darauf geachtet, dass sie eine gute Ausbildung bekommen, und die waren selber sehr, sehr fleißig und natürlich offensichtlich sehr, sehr intelligent, haben von Anfang an ihren Flugträumen gearbeitet. Das war der Vogelflug und die wissenschaftliche Untersuchungen, die sie dazu gemacht haben. Otto Lilienthal waren da ganz mit dabei. Der war ein Dampfmaschinenbauer. Der ist reicher Industrieller geworden mit Patenten. Ja, dann gab es Patente. Wann war es? 1885, meine ich. Hat er das Patent auf die Dampfmaschine geben lassen, auf seine Entwicklung. Aber in wichtiger Weise, er hat die Dampfmaschine hergestellt. Das ist der Punkt. Er ist an den Markt gekommen, hat dann tatsächlich eine eigene Produktion aufgemacht, hatte schnell über 60 Angestellte und hat da auch viele soziale Experimente gemacht, hat die Angestellten mit 25% am Gewinn des Unternehmens beteiligt und solche Sachen. Konnte sich dann, weil er eben reicher Industrieller geworden war, ganz dieser Flugpionierarbeit widmen. Und Gebrüder Wright und die Entwicklung des Motorfluges, ja, wichtig, wichtig, aber die Grundlage ist der Flügel. Dass man nicht Flügel schlagen muss, ne? Oder Helikopter, was ja eine andere Entwicklungslinie war, sondern dass Lilienthal entdeckt hat, dass ein Flügel, ein gewölbter Flügel, die Luft oben einen längeren Weg hat als unten, und wenn die Luft oben vorbeistreicht, hat sie einen längeren Weg, geht schneller als unten lang, und durch die schnellere Luftbewegung oben gibt es einen Auftrieb, der Flügel wird nach oben gezogen. Er hat schon ganz früh Experimente gemacht, wo er Maschinen entwickelt hat, die er zeigen konnte, er kann damit mit einem relativ kleinen Flügel auf einen Quadratmeter bis zu 40 Kilo heben. Hat das wissenschaftlich beschrieben und hat das nicht so wie viele andere Flugpioniere alles nur für sich behalten und nein, ich erzähle nichts und das, ich bin der, der den Flug entdeckt und allen anderen sage ich nichts. Ganz typisches Ding in den USA, ne, wo man einfach immer ganz eifersüchtig darauf achtet, dass kein anderer was erfährt. Sondern er hat das wissenschaftlich beschrieben, wissenschaftlich veröffentlicht, so und so ist die Grundlage, die technische Grundlage, und hat immer wieder Fluggeräte gebaut, hat die verbessert, hat diese Wölbung, hat sich das an Störchen abgeguckt. Ne, ihr kennt die Story. Otto Lilienthal. Für mich, na, kommt aus meiner Heimatstadt, für mich der Entdecker des Fliegens, der erste Mensch, der tatsächlich geflogen ist und der dann auch so romantisch, tragisch in Brandenburg von einem Hügel runter zu Tode gekommen ist bei einem seiner Hunderten von Flügen, die er mit seinem Flugapparat, Gleitflügen, reine Gleitflüge, er hatte noch keinen Motor, ne, die er da gemacht hat. Das sind die Heroen, die Männer und Frauen, die diese Entwicklung angestoßen haben, die sie zugelassen haben. Und da muss ich auch sagen, ja, diese Social Justice Warriors in den USA und in Kanada und im englischen Sprachraum, oder ja, unsere eigenen Varianten davon, die Femen und die Antifa und die Antipatriarchatskämpfer und die, da fehlt die Dankbarkeit. Aber was dieses System geleistet hat, natürlich gibt es da was zu verbessern. Da gibt es noch viel, viel zu tun. Wir wollen noch viel weiter. Aber zu sagen, das ist alles schlecht gewesen, reine Machtpolitik, nur die Bosheit und das Imperium und Unterdrückung. Oh, es gibt genug Imperien gab genug Imperien in der Geschichte, da kann man sich mal Unterdrückung anschauen. Sicherlich ein herausragendes Beispiel. Ja, denken wir an Attila den Hunden, oder denken wir an die muslimischen Kalifate und Reiche. Denken wir an Genghis Khan oder ja, gerne auch eben Sowjetunion. Und Mao, unter China unter Mao, das sind tatsächlich, unter die jede gesellschaftliche Entwicklung implodieren lassen, die gnadenlos Menschen umbringen, wenn es ihnen in den Kram passt. Das war sie nicht, sondern das war immer eine mit Moral und christlicher Nächstenliebe irgendwie unterfütterte, und das hat immer genagt im Hintergrund, und es hat sich tatsächlich am Ende durchgesetzt, als die Möglichkeiten durch die industrielle Revolution da waren. Ja, also das ist nicht der Normalfall, oder das wäre sowieso passiert. Oh nein, das ist
Das ist ein Geschenk Europas an die Welt. Und die ganze Welt wird in diesen Strudel hineingezogen, in die industrielle Entwicklung. Und eine Entwicklung, für die Europa 200 Jahre gebraucht hat, die Entwicklung vom Hungern der Armut und Not vier von sechs Kindern, die man gebiert, sterben, hin zu einem über $100 am Tag. Also zu einem Reichtum mit Waschmaschine, mit Geschirrmaschine, mit Supermärkten, mit einer absolut sicheren Versorgung, mit Strom und Heizung, sodass man vergessen könnte, dass man in einem Land lebt, wo man eigentlich frieren muss im Winter. Hier nicht, aber in Deutschland. Das ist eine Leistung, die für die Europa 200 Jahre gebraucht hat. Unter großen Anstrengungen und Zentimeter für Zentimeter vorwärts gekämpft auf diesem Weg, wo die Eltern immer wollten, dass es ihren Kindern einmal besser geht und dass sie mehr haben und dass sie sicherer sind und dass sie genug zu essen haben und gesund sind und dass über Jahrhunderte darum gekämpft haben. Das sind die Schultern der Väter, Mütter und Menschen, auf denen wir stehen. Diese Entwicklung, die die Europäer vorgemacht haben, die machen uns jetzt, ne? Japan war eines der ersten Beispiele. Die haben innerhalb von auch 40, 50 Jahren, 1900 bis 1940, haben die sich zu einem Industriestaat, zu einem reichen und auch militärisch sehr gut entwickelten Industriestaat, der den USA die Stirn bieten konnten, bis zu einem bestimmten Punkt. Natürlich am Ende ist es doch nur ein relativ kleines Land. Hochgearbeitet haben und dann ja eines der reichsten, fast das reichste Land der Erde geworden sind für einige Zeit. Also auf jeden Fall vom Einkommen pro Person. Die waren eine der ersten, die es beschleunigt nachgemacht haben. Aber jetzt kommen die anderen. China macht das in 30 Jahren. Noch nicht mal 30. Bangladesch und denken wir an Südkorea. Das ist jetzt das technischste, wirtschaftlichste, ja, internettechnisch Zeitalter am weitesten fortgeschrittenste Land der Welt. Die haben das auch in 30 Jahren gemacht, seit dem koreanischen Krieg. Und die Länder, die jetzt nachkommen, ne, diese Entwicklung, Kindersterblichkeit, Hunger, Armut, das Analphabetentum, das alles steil nach unten geht, dass das Leben der Menschen so schnell so viel besser wird in all diesen anderen Entwicklungsländern. Die machen das, was wir vorgemacht haben, in 20, in 30 Jahren nach. Und das kommt jetzt auch, ja, in die arabischen Staaten und nach Afrika. Was heißt kommt? Da sind viele Staaten schon auf sehr, sehr gutem Weg. Aber vielleicht noch die Hälfte der Staaten in Afrika haben Probleme. Das heißt nicht, dass die sich nicht entwickeln. Das heißt nur, die entwickeln sich nicht mit 10% im Jahr, sondern nur mit 2-3%. Und die brauchen diesen Schub, diesen richtigen Turbo-Durchstarter, damit sie ihre sozialen und wirtschaftlichen Probleme schnell lösen können. Also das ist das, was Europa dieser Welt vorgemacht hat, wozu es die Welt gezwungen hat, zur Abschaffung der Sklaverei und zur wirtschaftlichen Entwicklung in ihren Kolonien und so weiter. Und schließlich geschenkt hat und sagt, hier guckt mal, das ist das, was wir können, was wir gelernt haben, die Industrie, die ganze technologische Entwicklung hat Europa und USA China geschenkt. Die sind da hingegangen, haben da die Fabriken gebaut und die Chinesen haben gesagt, schönen Dank, jetzt könnt ihr nach Hause gehen. Sagen sie heute doch so, ne? Kommt mal, bringt uns das Know-how und dann geht wieder los. Heute gibt es nichts mehr, was die Chinesen nicht können, aber das haben sie alles innerhalb weniger Jahre von den hochtechnisierten Nationen abgeschaut. Und zu Recht, völlig in Ordnung. Es soll kein Copyright und keine Patente geben, für die ärmsten Länder der Welt sowieso nicht. Und auch in den reichsten Ländern würde ich mir stark überlegen, ob das wirklich eine gute Strategie ist, die Entwicklung so zu blockieren, indem man alles patentiert und copyrightmäßig absichert. Ich hatte einen Artikel gelesen, das hatte ich vorhin noch angesprochen, über Buchautoren in England und Deutschland im 19. Jahrhundert. Und dass die Buchautoren, die reichsten Buchautoren, Charles Dickens in England im 19. Jahrhundert, dass die viel, viel mehr verdient haben als die deutschen Buchautoren.
weil es eben dieses Copyright gab und man tatsächlich wirkungsvoll verhindern konnte, dass Nachdrucker gemacht werden. In Deutschland gab es das nicht. In Deutschland wurde nachgedruckt wie bescheuert. Da wurde, du hast als Autor irgendwas rausgebracht, ein Jahr später, ein paar Monate später gab es da Nachdrucke von, oftmals billiger. Und trotzdem, dieser erste Druck, die ersten technischen Schriften von ganz viele Sachen wurden veröffentlicht. Also es wurden viel, viel mehr Bücher veröffentlicht in Deutschland, weil es eben diese Hürde des Copyrights nicht gab. Und diese Autoren, die das veröffentlicht haben, haben auch von den Verlagen in der Summe mehr Geld bekommen und vor allen Dingen in der Breite mehr Geld bekommen. Es gab nicht diese High-Earner, diese Superverdiener wie Charles Dickens oder heute könnte man sagen Stephen King in der Literaturszene. Aber dafür hat die Masse der Autoren viel mehr Geld verdient. Also wenn die Autoren meinen, sie würden durch das Copyright geschützt, die kleinen Autoren, Charles Dickens wird geschützt und Stephen King wird geschützt, aber die kleinen Autoren, die profitieren auch selbst dann noch davon, dass es kein Copyright gibt und dass die in Verlage die ersten sind, die das rausbringen und die das auf den Markt bringen und sind bereit dafür durchaus Geld zu zahlen. Das war interessant zu sehen, Copyright ist selbst für die Content Producer, für die Inhaltsproduzenten, die Bücher und Werke rausbringen, oftmals tatsächlich am Ende hinderlich, auch wenn sie der Propaganda, dass das gut für sie wäre, oftmals darauf hereingefallen sind. Okay. Landwirtschaft, das war ja unser Anfangspunkt, das habe ich ja in meinem Glyphosat-Video erwähnt, dass sich die Landwirtschaft entwickelt. Die Landwirtschaft steht genauso 1:1 in dieser industriellen technischen Entwicklung wie die anderen Sachen auch. Und in der Landwirtschaft, in der Industrie haben wir tatsächlich eine Entwicklung. 1800 eine Tonne Weizen pro Hektar pro Jahr als einen typischen Ertrag. Bisschen unter einer Tonne sogar, aber eine Tonne, okay. Und 2015, jetzt dürfen Sie mal raten, wie viel wird 2015 in Europa im Durchschnitt in der konventionellen Landwirtschaft auf dem Hektar geerntet? Über 8 Tonnen pro Hektar. Gute Erträge, 10 Tonnen, 11 Tonnen. Irland, seltsamerweise, wahrscheinlich haben sie ein Spitzenklima, ich weiß es nicht. Irland kommt im Durchschnitt über 10 Tonnen Ertrag Weizen pro Hektar. Das sind die neuen Sorten. Die Sortenentwicklung, das ist die präzise Düngung, die präzise Saat, das gute Saatbeet, die Maschinen, die glatte Saatbeeten machen und so. Vieles davon auch in der heutigen biologischen Landwirtschaft Standard. Ohne die modernen Sorten kommt auch die biologische Landwirtschaft nicht aus. Mit der perfekten Saatbeetbereitung, auch das ist Standard. Präzise Düngung, auch das müssen Sie in der organischen Landwirtschaft berücksichtigen, ist aber da etwas schwieriger. Wo eben die industrielle Landwirtschaft Gifte verwendet. Okay, bis zu einem bestimmten Punkt. Aber auch da glaube ich, dass die industrielle Landwirtschaft, und das gilt nicht nur für Weizen, also wir haben das im Grunde überall, bei Weizen ist der Unterschied besonders krass, fast eine Verzehnfachung in 200 Jahren des Ertrages. Und da, vor dieser Entwicklung stehen viele, viele Entwicklungsländer noch, gerade in Subsahara-Afrika. Die sind auf diesem Level, eine Tonne pro Hektar. Und können aber problemlos und unter ihren Klimabedingungen und Naturbedingungen können sie problemlos 10 Tonnen ernten. Was das bedeutet, wenn sie das tun, dass die können problemlos alle Hungerprobleme abfangen und noch die Anbaufläche reduzieren, so wie es in Europa passiert ist. Die Anbaufläche in Europa wurde reduziert. Der Wald wächst seit über 100 Jahren in Europa. Extrem ist um 50% gewachsen. Also wir haben inzwischen, merkt man nicht, ne? So jedes Jahr so 1% Wachstum in Europa, Waldwachstum. Aber der bleibt und der wird mehr und die Bäume werden älter und die, also Wald, Forst muss man sagen, ist überwiegend Forst, ne? Also Plantagenwirtschaft. Aber das ist viele, viele alte Wälder auch inzwischen in Europa. Weil die Landwirtschaft so gut ist, auf so geringer Fläche so viel anbauen kann, dass es tatsächlich geht, dass man sagt, hier, macht mal da ruhig Wald, das brauchen wir nicht. Was dann natürlich gegenschießt, ist der Versuch, Energie auf dem Acker anzubauen. Ne? Biogas, Bioethanol, Rapsöl zum Verbrennen. Das ist bösartig. Bösartig gegenüber den Menschen, bösartig gegenüber der Natur, weil sie den Druck auf das Land erhöht und diese intensive Landwirtschaft auf noch größeren Flächen zum Muss macht, anstatt die Vorteile dieser
wunderbaren industriellen Landwirtschaftsentwicklung zu nutzen und zu sagen, okay, jetzt geben wir, das war ja 2000 der Fall, jetzt geben wir mal mehr Land, das brach liegen kann, mehr Land, das sich entwickeln kann, wir können mal ein bisschen extensiver arbeiten, wir können mehr für Naturschutzgebiete oder Landschaftsschutzgebiete bereitstellen. Nein, dann kamen die Biogas- und die Bioethanol-Wahnsinn und wir müssen jeden Zentimeter mit Mais bepflanzen oder mit Raps, oder um das so intensiv zu bewirtschaften. Für eher Nullsummenspiel, für keinerlei ernsthafte, also volkswirtschaftliche Menge an Energieproduktion. Das ist albern, was da rauskommt für die Umweltzerstörung, die dafür leisten. Aber das habe ich in anderen Videos besprochen. Ich sehe eigentlich, wir sind ja eine Industrie, ne? Denken wir an die 60er, 70er Jahre in Deutschland, da konnte man in den Rhein nicht springen. Der war so verseucht, dass da manchmal Feuer drauf ausgebrochen ist, weil da so viel Chemikalien drin waren. Und auf jeden Fall keine Fische drin waren und also auf jeden Fall stark verseucht mit Abwasser und mit menschlichen Fäkalienabwassern und mit industriellen Giften. Heute ist der Rhein so sauber, dass wieder wenig Fische drin sind, aber nicht, weil die vergiftet werden, sondern weil so wenig Nährstoffe im Rhein sind, dass es sich kaum Algen- und Pflanzenwachstum ist, dass dann entsprechend auch etwas weniger Fische sind. Forellen und dergleichen im Rhein, kein Problem bei der Wasserqualität. Du kannst da baden, du kannst das Zeug trinken, du kannst direkt aus dem Rhein trinken. Das ist kein Problem heutzutage fast. Aber weit ab ist nicht, Uferfiltrat. Auf jeden Fall. Wir haben eine industrielle Entwicklung in Deutschland durchgemacht, die jetzt an dem Punkt ist, dass die Industrie so sauber ist, so wenig Abgase hat. Du kannst direkt neben einem Braunkohlekraftwerk im Schornstein leben. Da gibt es keinen freien Staub, da gibt es keinen giftige Abgase, keine erhöhten Werte von irgendwas, die gesundheitsschädlich werden. Die Abgasreinigung, Emissionsvermeidung ist so perfekt inzwischen in modernen Industriebetrieben. Die arbeiten nahezu abwasserlos bzw. immer im Kreislauf. Die haben wirklich also minimale Auswirkungen auf ihre Umgebung. Minimaler Lärm inzwischen auch. Also eine moderne Fabrik, weißt du nicht, ist das da drin ein Lagerhaus, was stillgelegt ist, oder arbeiten da drin 1000 Roboter? Du hörst nichts. Du siehst nichts. Es ist einfach nur ein großer Kasten und drumherum ist Ruhe und ein paar schöne grüne Wiesen und Blumen und ja, du fährst da draußen dran vorbei und früher, wenn du vor 200 Jahren, vor 300 Jahren an der Glashütte, an der Metallhütte vorbeigefahren bist, da waren in 10 Kilometer Umkreis die Wälder, hingen die Blätter tot von den Bäumen, weil die verseucht wurden durch sauren Regen von der Glashütte. Das sind ganz grausame Bilder aus dem 17., 16. Jahrhundert von Glashüttenumgebungen. Heute wüssten Sie als Anwohner nicht, dass da eine Glashütte ist, wenn da vorne nicht wenigstens mal ein kleines Schild steht. Da ist also die Emissionslosigkeit und Giftlosigkeit der modernen Industrie ist fantastisch geworden. Es wird natürlich noch Energie gebraucht, Öl, Gas. Auch da ist die Überlegung, ob man da nicht andere Varianten findet. Ich bin jetzt nicht so ein großer Fan von Wind- und Sonnenkraft dafür. Ich denke eher, dass kalte Fusion oder andere freie Energie oder einfach Erdgas das Energiemittel der Wahl ist, was man da einsetzen sollte, weil das die beste Bilanz hat. Auf jeden Fall selbst da auf der Energieseite wird sich was tun, wenn die Hürden fallen, die Patente, die Copyright, die Monopole, die aufpassen, dass da eben kein Stromkonzern und sonst was, dass da keine Konkurrenten auf den Markt kommen. Wenn da wieder ein Stück weit Freiheit geschaffen wird, dann ist es auch ganz schnell vorbei mit diesen horrenden Energiepreisen und dieser Umweltverschmutzung, die heute noch nötig ist für Energieproduktion wie Braunkohlekraftwerke oder tausende Kilometer lange Ölleitungen. Die gleiche Entwicklung wird meiner Meinung nach die Landwirtschaft durchmachen, beziehungsweise hat das an vielen Punkten ja schon durchgemacht. Kunstdüngereinsatz ist seit 30 Jahren rückläufig, weil es Geld kostet und man präziser arbeitet. Gifteinsatz ist stabil bis leicht rückläufig. Gifte wie Glyphosat werden mehr eingesetzt, aber kaum in Deutschland eigentlich.
Aber also da stehen wir eigentlich jetzt bei der Landwirtschaft vor einer ähnlichen Entwicklung, wo wir sagen, okay, wir haben unsere Industrie an diesen Punkt gebracht, dass man wirklich gefahrlos neben einem riesigen Industriebetrieb leben kann, ohne Einschränkung der Lebensqualität sogar, schweige denn der Gesundheit. Und das muss mit der Landwirtschaft, wird das genauso passieren. Und da muss man sie auch nicht zu zwingen mit ganz vielen Verordnungen und Gesetzen, sondern sie ist auf dem Weg dahin. Mulchwirtschaft ist inzwischen flächendeckend schon fast Standard in der konventionellen Landwirtschaft. Schutz der Bodenfruchtbarkeit, Schutz des Grundwassers dadurch, Einsparung von Düngemitteln, präzise Ausbringung von Pestiziden und so weiter, beziehungsweise völlige Ersetzung von Pestiziden durch intelligente Verfahren wie grüne Untersaat, wie spezifische Bodenbearbeitungsmethoden, wie zum Beispiel Ecodyn von Friedrich Wenz und so. Das kommt jetzt. Die Landwirtschaft hinkt ein bisschen hinterher, aber sie wird an den Punkt kommen, wo wir sagen, wunderbar, nichts Besseres als neben einem großen industriellen Landwirtschaftsacker zu leben. Neben einem großen Stall oder Bauernhof, weil der einfach geruchlos, leise und sauber ist. Da kommen wir hin, da sind wir eigentlich kurz davor. Die Technik haben wir inzwischen, jetzt müssen wir sozusagen die Motivation bei den Landwirten ist eigentlich auch da, wenn sie nicht so geknebelt werden würden von Vorschriften und von den Banken, sodass sie das letzte Prozent noch rausholen müssen, dass sie ein bisschen mehr langfristiger arbeiten könnten, dann hätten sie schon viel mehr darauf umgestellt, auf solche Methoden. Und es würde in den nächsten Jahren viel, viel mehr geben, die darauf umstellen. Und das meine ich, wenn ich sage, Dankbarkeit für diese Entwicklung. Wir machen eine Phase durch, ja, da gibt es Kinderarbeit, da gibt es Ausbeutung, da gibt es ganz viel Abgas und Emissionen. In London konnte man 1950 die Hand vor Augen nicht sehen. So war für ein elender Kohlensmog, weil alle mit Kohle geheizt haben, beziehungsweise die ganze Industrie auf Kohle lief, ohne Abgasbehandlung und so weiter. Und die Leute sind wahrscheinlich an Feinstauberkrankungen gestorben, ohne Ende sind, haben trotzdem noch länger gelebt auf dem Land, wo sie einfach verhungert sind. Aber da sind wir raus mit der Industrie. Und da kommen wir auch raus mit der Landwirtschaft. Und nicht indem wir denen verbieten, Landwirtschaft zu sein und sagen, ihr müsst jetzt alle nach zum Teil absurden Regeln der biologischen Landwirtschaft arbeiten. Absurd meine ich zum Beispiel so wie Kupferanwendung ist erlaubt oder eben bestimmte chemische Gifte, die eigentlich wirklich ideal leicht abbaubar man in kleinen Mengen durchaus anwenden kann, dass man nicht prinzipiell sagt, Chemie geht überhaupt nicht. Das ist doch Unsinn. Natürlich geht Chemie. Man muss es nur intelligent und spezifisch und so minimal wie möglich anwenden. Und vielleicht sogar dann völlig überwinden durch intelligente Verfahren. Aber dass man sich nicht wieder eigentlich durch Lizenzen, durch ganz viele Vorschriften die Neuerungen verbaut, dass man sagt, in die Richtung darf es aber nicht gehen. Wir machen es nur so. Es muss so gehen wie vor 200 Jahren. So darf man nur biologische Landwirtschaft machen. Nein, auch die biologische bzw. auch die konventionelle Landwirtschaft wird sich in diese Richtung entwickeln. Aber sie wird es mit den modernsten, intelligentesten Entwicklungen und Methoden tun. Und da bin ich gespannt drauf und da sind wir Teil davon mit EM. EM ist so eine neue Methode, wo man gedacht hat, wow, da kann man tatsächlich mit Bakterien Fungizide ersetzen. Das ist ja geil. Und man könnte die auch noch trinken und einatmen, wunderbar, das ist gut für die Lunge und gut für die Haut oder den Darm. Beziehungsweise wir können mit EM ja die Drittel bis die Hälfte der Düngemittel ersetzen, weil wir so viel effizienter die Umsetzung der Nährstoffe haben oder so. Also das ist ein komplett biologisches Mittel, was aber in gewisser Weise Teil dieser industriellen Landwirtschaft wird, weil wir tatsächlich jetzt gute Mikroorganismen, Milchsäurebakterien, Hefen, Photosynthesebakterien, eine Art Sauerkrautsaft, aber wir stellen den im industriellen Maßstab her, wir können den billig zur Verfügung stellen und in großer Menge einsetzen, um das mikrobielle Milieu zu beeinflussen. Ideal. Und das sind so moderne Methoden, gibt es noch mehr von, wie Terra Preta und viele weitere, die sich gerade in der Entwicklung befinden. Superabsorber zum Beispiel ist ein Thema. Gucken Sie sich das mal an. Das wird kommen. Oder ist in einigen Regionen schon in der Anwendung.
Honduras und in Mexiko habe ich da schon Dokumentationen zu gesehen. Ja, also da gibt es Verfahren und die sollten wir nicht von vornherein ausschließen und die sollten wir sollten der konventionellen Landwirtschaft die Chance geben, erstmal dankbar zu sein für das, was sie für uns geleistet haben, für die Entwicklung, die sie angestoßen haben und ihnen die Chance geben, genauso emissionsarm und freundlich, menschen- und umweltfreundlich zu werden, wie es die Industrie schon in weiten Teilen geworden ist. Und auch die Industrie hat natürlich noch einiges vor sich. Auch da ist EM ganz interessant in der Anwendung in der Industrie. Gerade wenn Kreislaufsysteme sind. Wir haben eine Glashütte, die ganz viel Glas schneiden und arbeiten und Verarbeitung macht. Die haben ihre Kühl-Kreislaufsysteme mit EM, fahren die jetzt mit EM. Das hat super spannende Auswirkungen auf die Qualität der Materialien, auf die Haltbarkeit der Werkzeuge und natürlich die Gesundheit der Mitarbeiter und so weiter. Also das sind Themen, wo wir gerne an vorderster Front mitarbeiten. Und nochmal, ich bin Menschenschützer, ich bin nicht in dem Sinne Umweltschützer. Ich schütze die Umwelt für den Menschen. Ich möchte, dass der Mensch, die Erde als Ganzes mit dem Menschen in eine wunderbare Zukunft geht. Und zu sagen, es gibt zu viele Menschen auf der Erde oder es gibt, der Mensch ist prinzipiell das Problem auf der Erde und geht in eine völlig falsche Richtung, oh nein. Oh nein, wir sind wichtig für die Erde. Die Erde hat uns nicht umsonst erschaffen, sag ich mal so. Wer immer uns auch erschaffen hat, genau, aber wir sind nicht Teil dieser Erde, weil wir überflüssig wären und am besten rausgestrichen wären aus der Gleichung. Oh nein, es ist ganz offensichtlich, dass wir dringend gebraucht werden auf der Erde und dass wir letztendlich das Bewusstsein der Erde natürlich sind, das einzige bewusste Lebewesen, das wir kennen auf der Erde und dass wir zum Beispiel die Chance haben, das Leben der Erde hinauszutragen. Welche andere Art hätte denn diese Chance? Wir können tatsächlich andere Planeten vielleicht über kurz oder lang mit diesem Leben der Erde besiedeln. Wer kann das denn von sich sagen? Wollen wir diese Chance der Erde nehmen, nur weil wir jetzt vorübergehend sicherlich das Ökosystem ein gutes Stück belasten? Aber es ist für mich völlig offensichtlich, dass die Erde das aushält, dass sie sogar grüner wird, offensichtlich, in diesem Prozess. Und dass wir die Kurve kriegen, beziehungsweise wir sind schon in der Kurve drin, dass Mensch und Natur sich so weit in Symbiose und in Zusammenarbeit kommen, dass wir tatsächlich als eins dann zu neuen Ufern vorstoßen können. Ja, das meine Botschaft für 2018. Dankbarkeit für das, was hinter uns liegt. Und ich muss gestehen, dass ich auch selber, wie diese Social Justice Warriors in den USA oder viele, sage ich mal, gegen das Establishment kämpfende, auch lange Zeit undankbar war. Und diese Entwicklung nicht wirklich gewürdigt habe. Auch, wie mögen sie heißen, unsere Eliten, Rockefeller, Rothschild, Warburg, die geheime Weltregierung, UNO, Merkel, unsere eigene demokratisch in Anführungszeichen gewählte Regierung, das hätte man sehr viel schlimmer treffen können. Es gibt genug historische Beispiele dafür, was es hätte viel, viel schlimmer sein können. Zumindest haben die so weit ihre Macht beschränkt, beziehungsweise Veränderungen zugelassen, dass wir in dieser enorme Reichtumsentwicklung möglich war. Dass wir in diesem Punkt sind, dass es viele wohlhabende Menschen auf der Erde gibt, die sich jetzt um ihre Umgebung, um ihre Lebensqualität, um die Natur, um ihre Umwelt Gedanken machen können, was vorher nicht mehr möglich war. Arme Menschen kennen keinen Umweltschutz, kennen nur Umweltzerstörung. Und das ist letztendlich auch diesen Eliten zu verdanken, inklusive den ganzen geheimen Welteliten. Ich bin ja ein Verschwörungstheoretiker. Ich glaube da ganz, ganz viel, beziehungsweise habe mich davon ganz, ganz vielen Sachen überzeugt, womit ich sie jetzt nicht schockieren möchte. Aber selbst da muss ich sagen, das sind am Ende Dankbarkeit, dass sie diese Entwicklung zugelassen haben, die Eliten der letzten Jahrhunderte, dass sie diese Entwicklung teilweise sogar gefördert haben, wie Friedrich der Große, wie mir jetzt als gutes Beispiel einfällt, aber auch wie viele Bankhäuser.
die einfach hungrig nach Zins und Kapital waren und gesagt haben, okay, wir akzeptieren soziale Veränderungen, wenn wir daran verdienen. Okay, gut, ja, das ist auch eine Form von Sache, die man applaudieren kann, wo man sagen kann, okay, das ist nicht alles schlecht. Und es ist ganz offensichtlich, dass das dass da jetzt gewissermaßen zurückgerudert wird, dass wir, dass die Meinungsfreiheit auf Facebook, auf YouTube, auf Google, immer Twitter immer weiter zurückgefahren wird, dass der Staat alle möglichen Gesetze zur Überwachung hat. Orwell 1984 lässt grüßen. Es ist offensichtlich stark soll in diese Richtung gegangen werden. Alle möglichen gesellschaftlichen, sozialen Veränderungen sollen, Fortschritte sollen verhindert werden. Die Frage ist, schaffen sie das? Der Staat will das immer, ich habe es ja gesagt, aber wird er das wirklich schaffen? Ich glaube das nicht, dass er da eine Chance hat, dass er das schafft, aber er will es natürlich wie immer. Und es gibt immer zwei Seiten der Medaille, wie Jordan Peterson sagt. Es gibt den Tyrann, den Unterdrücker, die Diktatur. Und natürlich waren die europäischen Imperien, Empire und die Staaten waren das sehr, sehr oft und sind es zum Teil heute. Aber sie sind auch das Gegenteil, der weise König, der seine Untertanen am Wohlstand teilhaben lässt, beziehungsweise soziale Entwicklung erlaubt, ermöglicht, wie ein Friedrich der Große, wie Atatürk, der große Kemal Atatürk in der Türkei, der sein Land unheimlich vorangebracht hat, der ein unterdrückerischer Tyrann war und ein Entwickler, sozialer Entwickler in seinem Land. Es gibt immer diese beiden Seiten der Medaille und wir dürfen nicht nur eine sehen, es gibt beide. Und es gibt auch für mich als, wie soll ich sagen, Establishment-Gegner und der ich sehe das Böse in der Welt und die Elite und die Pläne zur Unterdrückung der ganzen Menschheit. Ich muss sagen, danke an die Eliten, an die Herrscher, die heimlichen und die offiziellen für die letzten paar Jahrhunderte, dass ihr diese Entwicklung zugelassen habt, beziehungsweise sogar gefördert habt. Und erinnert euch, was mit dem Tyrannen am Ende passiert, was in der Schimpansenherde, in dem Schimpansengruppe mit dem nur unterdrückerischen, tyrannischen Oberschimpansen passiert. Er wird von den zwei, drei nächststärkeren irgendwann in einer schlechten Tara zerrissen. Buchstäblich. Und der Schimpansen, selbst in einer Schimpansengruppe, der Schimpanse, der viele soziale Kontakte hat und Abhängigkeiten und sozialen Ausgleich schafft, das ist eigentlich der, der da eine stabile Gruppenführung hat und behält. Und so ist es letztlich auch in unserer Kultur. Die Könige und Herrscher und Führer und Elite sind nicht unabhängig und nur tyrannisch, sie sind immer auch. Gerade in unserer europäischen Kultur und europäisch-christlich geprägten Kultur sind sie immer auch gefordert, den weisen König mitspielen zu lassen und Entwicklung zuzulassen und Wohlstandsentwicklung und Weiterentwicklung zu ermöglichen. Und diese Seite der Medaille ist jetzt mal wieder dran. Und ich denke, da werden wir 2018 ganz, ganz viel Neues sehen. Mit Dankbarkeit für das Alte, auf zu neuen Ufern. Frohes neues Jahr!